Dankeschön. Ja, herzlich willkommen beim Samstagabend-Telefonat, Telefonkonferenz. Und das ist der sogenannte Verantwortungstreff, der vor ein paar Jahren hier in der ganzheitlichen Bildungswerkstatt lilitopia.de in Stadtallendorf eingerichtet wurde, angeboten wurde. Wir haben hier unser Bildungshaus und wir haben gesagt, wir möchten den Menschen auch hier direkt um uns herum so einen Treff anbieten, also durchaus auch in dem Sinne, dass hier bei uns in den Seminarraum Leute physisch kommen können. So nach dem Motto, wir reden viel miteinander den ganzen Tag oder auch schon gar die ganze Woche dann. Warum nicht jede Woche eine Stunde mal, um über das Thema Verantwortung im offenen Sinne nachzudenken und miteinander zu reden? Nicht nur Verantwortung, was weiß ich, für den Hamster im Wohnzimmer, fürs Auto, vielleicht noch für den Beruf, für die Familie, sondern wie sieht es aus im Ganzen betrachtet oder eben halt ganz offen betrachtet mit Verantwortung oder Verantwortlichkeit. Weil wir wissen alle, die Welt leidet darunter, dass die Horizonte zu kurz sind. Wir richten Dinge an, die ganz weitreichende Folgen haben. Aber unser Verantwortungsbewusstsein kommt nicht mit. Alleine schon die Offenheit unseres Blicks zu sehen, was geschieht da, was haben wir für Folgen und wie müssen wir damit umgehen, wenn wir verantwortliche Menschen sein wollen, ist weitgehend aus dem Horizont draußen. So wie, wenn man sich damit beschäftigt, man ja auch zu tabuisierten Schlüsselbegriffen kommt, jedenfalls verdrängten Schlüsselbegriffen, wie dem sogenannten Post-Conventional Level der entwicklungspsychologischen Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Die Menschen beschäftigen sich nicht damit, es ist außerhalb ihres Blicks und das ist verheerend. Da kann natürlich dann auch keine aufs Ganze verantwortliche Entwicklung rauskommen, auch keine echte Demokratie, wo die Menschen mitentscheiden und es zum Wohle aller dann machen würden oder nach Argumenten fürs Wohl aller. Ja, das ist der Verantwortungstreff, der Sinn der Sache. Und der ist immer samstags ab 18 Uhr. Man kann also physisch dazukommen oder, wie wir dann ganz schnell auch dazu eingerichtet haben, per Telefonkonferenz. Und ich freue mich, dass wir das jetzt dann eben auch mit Aufnahmetechnik machen. Und diejenigen, die dazukommen und haben jetzt vielleicht wirklich mal was zu Intimes oder Internes, wie auch immer, dass es nicht aus der Öffentlichkeit so sichtbar oder hörbar sein soll, für die macht man dann die Sonderregelungen. Aber also wir hatten hier schon, wie ich denke, sehr wertvolle Gespräche. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn Menschen da mit reinhören können, die vielleicht ja einen Sinn dafür haben, dass wir sowas brauchen wie solche Verantwortungstreffs und vielleicht erstmal reinschnuppern wollen, bevor sie selber mitmachen. Also da ist das bestimmt was Gutes, abgesehen vom Inhalt halt, mit dem Menschen sich beschäftigen müssen und es fast nirgends tun. Okay, das soll mal als Einleitung genügen. Dann haben wir immer die Redekreistechnik bei uns, also außer es spricht mal irgendwas für eine Ausnahme, jetzt auch was die Gesprächsform betrifft. Und diese Redekreistechnik sieht dann so aus, dass wir in einer wiederkehrenden Reihenfolge unsere Redebeiträge geben. Und das ist jetzt heute, wo wir erstmal zu dritt sind, also der Dylan, meine Unbedeutendheit und der Luis. Da ist es so, dass dann der Dylan anfängt, dann komme ich und dann der Luis. Und damit übergebe ich an den Dylan. Ja, Stichwort doppelte Doppelschienigkeit. Wie können wir eine bessere Welt erzeugen? Einmal können wir es direkt anstreben und können Kommunenleben anstreben. Auf der anderen Seite können wir politische Wege gehen. Parteien, Einzelkandidaten, heute gerade Gespräche mit von wegen Einzelkandidaten geführt. Ja. Und da sind mir zwei neue Ideen gekommen. An euch die Inspiration. Es wäre natürlich auch schön, wenn man mal viele Kommunen sammeln könnte, wenn man die Kommunen begeistern könnte, für den Entwicklungsweg, das mal wirklich gründlich zu machen und nicht so irgendwie relativ zufällig Kommunenleben zu praktizieren. Also so Grundidee, kann man irgendwann viele Kommunen sammeln und gemeinsam mit in Online-Konferenzen den Entwicklungsweg gehen. Dann die zweite Idee ist bei der Politik,
Kann man Leute dafür gewinnen, dass sie vielleicht auch noch wie das eine Mitglied von die basisdemokratische Partei Mitglied werden bei die Basis und dann einen offiziellen Antrag stellen, mit den die Next Scientists for Future.de auch zu nutzen, ja, und so weiter. Und das sind neue Ideen. Und dann, Luis, für dich noch neu, die Homepage wurde bei uns umgestaltet. Wir haben jetzt einen anderen Schwerpunkt. Und hier habe ich gerade vor mir, und die Zuschauer können das jetzt auch sehen, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt, auch der Kommunen. Ja, das Problem, ich habe ja jetzt, was wir die letzten Monate so gesehen haben, auch an Schwierigkeiten, wo Menschen dann auch zum Beispiel, ja, aggressiv werden, beleidigend, ungeduldig, abwertend vielleicht sogar, dass das ja auch damit zusammenhängt, dass unser jetziges System, der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus, so etwas wie Rechthaberei oder Streitsucht auch produziert. Und diese Angewohnheit des Nicht-Dulden-Könnens der anderen Weltsicht, dass diese ja auch in den Kommunen ein großes Problem darstellt, sozusagen. Deswegen gilt für mich auch in der Kommune der Satz: Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung, weil. Und jetzt der zweite Satz ist ja viel wichtiger, weil der ist jetzt, da haben wir jetzt die freie Argumentekultur drin auf unserer Homepage. Der zweite Satz auf unserer Homepage ist also jetzt: Die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit. Also die freie Argumentekultur des wechselseitigen Sich-Sagens, wo irrt man eventuell? Und wo ist man vielleicht Opfer von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten, die man in seinem Kopf mitträgt? Und wie weit ist man selber dadurch ein Lobbyist wider Willen, weil es einem ja selbst gar nicht bewusst ist? Wie weit ist man ein Agent bestimmter Sparten und sagt, die Dinge sind so und so? Ich sehe die Sache so und so muss es sein und so weiter. Und in Wirklichkeit wiederholt man da eventuell nur bestimmte vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, die bestimmte Profitinteressen haben oder Geschäftsinteressen haben, ne? Oder Karriereinteressen haben. Und darin, in dieser Konzentration auf die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches, sich gegenseitig zu hinterfragen und zu sagen, ja, liebe Leute, sagt mir, wo sind meine Konzepte falsch, wo bin ich, weil ich Opfer bin von irgendwelchen eventuell vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten, wo bin ich vielleicht ein Lobbyist wider Willen? Denn ich möchte ja gar kein Lobbyist sein für irgendetwas, ich möchte ja die Wahrheit sagen. Aber wo bin ich vielleicht durch vorteilbringende Irrtümer, mit denen ich infiziert bin, ein Lobbyist wider Willen? Und darin sehe ich die einzige Chance. Und heute hatte ich ein sehr gutes Telefonat mit einem Psychologen, der mit allen Direktkandidaten in Deutschland zusammenarbeitet. Das sind die Einzelbewerber für den Bundestag, ja. Mit denen könnte man auch eine Bundestagswahl gewinnen, wenn sich das ganz groß in der Bevölkerung rumsprechen würde, dass die Einzelkandidaten jetzt das wirklich Neue bringen für die Gesellschaft. Ja, also dann, ich guck mal, ob ich noch irgendwas jetzt für die Runde habe. Nachher will ich dann erzählen meine persönliche Lebensgeschichte, die mit dieser Selbsterkenntnis zusammenhängt. Mein Selbsterkenntnisweg, wie ich mit Naturwissenschaft und Selbsterkenntnisweg zusammen zu meiner Weltsicht gekommen bin. Meiner bisherigen vorläufigen, die wir jederzeit versuchen können zu falsifizieren. Ne? Wechsel, noch einmal, weil es so wichtig ist, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit. Und nicht das Abdriften in Rechthaberei, Streitsucht, das Abwerten der anderen, sondern immer weiter zu sprechen und im Gespräch zu bleiben.
bis wir irgendwann einen Minimalkonsens vielleicht finden und so weiter. Ja? Ja, das war jetzt meine erste Runde. Ich gebe weiter an die nächste Person. Ja, danke schön, Dylan. Dann bin ich dran. Also ich finde es ganz toll. Hab jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also Dylan, es macht vor allem auch Spaß. Also für Leute jetzt, sage ich mal, die wir bisher miteinander so über die Dinge diskutiert haben. Also die, die über Schenker-Bewegung da rangekommen sind und versucht haben, auch so im Ganzen so die vernünftigsten Argumente zu finden und wie man da was draus machen kann. Das war ja zum Beispiel zwischen Louis als Schenker-Verbündete und mir hier im Wohnzimmer in Stadt Allendorf, dass wir da gesessen haben, haben gesagt, was ist unser tiefstes Grundbündnis, dass wir nach Argumenten gehen wollen, also offen denken mit Blick aufs Ganze, Sinn des Ganzen und gucken wollen, wie lässt sich daraus was machen. Also die Suche, diese Suche, gemeinsame Suche. Und also mit dir, Dylan, ist es hervorragend. Also ich freue mich tierisch über den Kontakt, wenngleich eben die Zeit, in der wir so zusammengekommen sind, war ja auch gleichzeitig die Zeit von Konflikten da mit Extinction Rebellion, wo einiges auch ein bisschen haarsträubend gelaufen ist. Aber auch da, also im Wind erkennt man schon, wer sich dann gut hinstellt oder wer sich irgendwie beiseite wehen lässt oder schnell sich duckt. Also von daher, das ist wirklich so, dass man mit ehrlichem Forscher- und Erkenntnissuchermotiv oder Blick da nach den Dingen schaut. Und da freue ich mich sehr drüber. Und auch das, was jetzt sich so in den bisherigen Gesprächen, wie man was verändern kann, wie der Weltrat der Weisen, Schenker-Bewegung so gemeinsam irgendwelche Auswege so sich vorstellen können. Also von Anfang an diese Offenheit eben halt für die freie Argumentekultur, genial, ne? Also wie viele Leute sind daran interessiert? Wir hatten auch schon viele ja oder deutlich mehr Leute hier Samstagabend in Verantwortungstreffs, die dann nicht mehr gekommen sind, weil ist vielleicht nicht so interessant oder man, sie sagen, sie verstehen es nicht alles so richtig. Ne? Also ich glaube, es hat mit dieser Nischenpolitik zu tun, in die jeder sich verstrickt im Leben. Und dann hat er sich seine Nische gebaut. Und das, was den Horizont aufweist, also wo man nicht einfach nur jetzt irgendein Gewissensalibi sich da reinbauen kann, wie, was weiß ich, ich spende doch was oder ich mache halt ab und zu Ökoaktionen oder für Amnesty International oder für Greenpeace oder was auch immer. Ich habe einen Ökogarten und so weiter und so fort. Also all die Splitter, die man sich im Grunde genommen ins Leben reinpflanzt, um dann den bürgerlichen Lebensrahmen im Wesentlichen weiter beibehalten zu können. Diese Splitter- und Ausfluchtlogik, die prallt natürlich wie gegen eine Betonwand, wenn es dann heißt, also hier schauen wir zusammenhängend aufs Ganze, also dieser ganzheitliche Blick aufs Ganze, der bringt die Leute ins Schleudern und darauf haben sie dann eben entsprechend wenig Lust. Aber hier, wir haben schon so allerhand prickelnde Gedanken dazu äußern können und auch das, was du gesagt hast, dass egal, ob man innerhalb des Systems was verändern will mit Parteien, Reformen, wo ich zum Beispiel Konzepte wie die Wohlfühlstimme ja ganz genial finde, als sozusagen ökonomische Form von echter Basisdemokratie, wo ich die freie Argumentekultur, so entsprechende Foren und so, als quasi die politische Form echter Basisdemokratie erachte. Ja, also das sind geniale Sachen und auch das, diese Akzentverschiebung jetzt, die du da beschrieben hast, die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, nicht sich wälzen im eigenen Recht haben und in den eigenen Filterblasen, sondern den Ehrgeiz haben oder die Bereicherung darin sehen, sich möglichst gut in Frage zu stellen, gegenseitig zu prüfen, wo sind noch Lücken, wo sind blinde Flecken, wo sind die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, vor allem auch, wo wäre ein Minimum, um zu sagen, das ist wirklich ein Verantwortungskonzept, womit wir die Welt noch heilen könnten oder das Ding rumreißen könnten. Ja, also das ist genial, ne? Und das ist sicherlich auch aus meiner Sicht diese freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche der einzige Weg, die Menschheit noch zu retten, wenn sie sich nicht in irgendwelchen Willkür, Dogmen und Ideologien verrennen will, immer weiter verrennen will. Okay, ich könnte jetzt noch was sagen, zu dem, was in der letzten Woche oder in der letzten Zeit war, das spare ich mir aber, weil ich habe jetzt schon einiges geredet über die Freude hier an unserem Zusammensein und die fruchtbare Entwicklung, die darin liegen kann. Und gebe erstmal weiter.
Dankeschön. Ich würde vorschlagen, anstatt zu behaupten, dass dies und das der einzige Weg sei, könnte man einfach sagen, für mich oder für uns ist das der aussichtsreichste Weg. Kann natürlich passieren, dass ein Zauberer oder ein Alien kommt und kurz zaubert und auf einmal haben die Menschen schwuppsiwupps das perfekte Bewusstsein oder alle Probleme sind weggezaubert und werden auch sofort immer weggezaubert, wenn sie neu auftauchen. Nicht, dass ich all das Schenkergold drauf wetten würde, aber ausschließen will ich es nicht. Und dann hat Dylan gesagt, ein psychologischer Berater der Direktkandidaten. Ich habe verstanden, von allen Direktkandidaten. Interessant, dass er diesen direkten Draht hat. Wenn du das nochmal beschreiben willst, ansonsten freue ich mich auch, dass wir hier sind und dass jetzt diese Aufnahmetechnik organisiert wurde. Und damit gebe ich wieder ab. Danke. Ja, vielleicht nochmal, warum schreiben wir da ganz bewusst, ist die einzige Chance für die Menschheit, also die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches, ist die einzige Chance für die Menschheit, weil natürlich das mit dem wechselseitigen Falsifizierungsversuch selbstverständlich auch für diesen Satz gilt. Das ist also unsere Sichtweise im jetzigen Zeitpunkt. Aber wir freuen uns natürlich über ein Argument, wenn jemand sagt, im Moment, bei der jetzigen Situation auf der Erde, gibt es noch eine andere Chance. Und die sehen wir halt jetzt noch nicht, aber das ist quasi so, wir sagen klar, wo wir jetzt stehen und dann laden wir dazu ein, dass jemand sagt, ja, aber das stimmt doch noch nicht, es gibt doch noch eine andere Chance, die Menschheit zu retten. Und dann noch ganz kurz dazu, der zweite Punkt ist, dieser Mann, der ist organisiert oder koordiniert quasi alle Wahlkreise in Deutschland. In jedem Wahlkreis gibt es ja gibt es Bundestagskandidaten sozusagen. Und wenn jetzt, stellen wir uns vor, alle Direktkandidaten würden diese Wahlkreise gewinnen, dann hätte man ein Parlament aus lauter Leuten, oder wenn 50% das gewinnen würden, würden die Direktkandidaten in Zukunft Deutschland regieren. Sowas ist natürlich sehr schwierig, aber da wir ja ein fundiertes Konzept haben, ist es nicht unmöglich, sondern es müsste sich sehr schnell dann alles in Deutschland rumsprechen. Aber wir haben gesagt, wir beginnen demnächst mal mit den ersten Talkrunden und nähern uns da mal alle an mit den verschiedenen Einzelkandidaten und so weiter. Aber wie gesagt, das ist einfach nur ein Hoffnungspunkt, weil dieser Mensch auch gesagt hat, er findet diesen Satz genau richtig, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches, ja, das ist das der Weg, den man gehen muss, weil er selbst auch ahnt, welche Fallstricke man hat. Und ich will es jetzt mal so praktisch wie möglich machen, denn auch ein Punkt, wo die Leute, am Montag soll ich ja auch sprechen bei dem Treff vom Wandelbündnis und einer hatte dort gesagt, wenn die Leute so ganz persönlich, aus persönlicher Erfahrung erzählen, dann findet er das immer am besten. Und deswegen werde ich das jetzt auch mal machen, ganz praktisch sprechen. Wie ist es denn bei mir damit? Wie war denn mein Selbsterkenntnisweg in meinem Leben? Und hängt mein Selbsterkenntnisweg mit den Worten vorteilbringende Irrtümer und Lobbyist wider Willen und Lobbyist wider Willen Weltbild zusammen und so weiter? Und wie hängt das alles auch bei mir zusammen? Also bei mir fing es an, an was ich mich noch erinnern kann, ist, dass meine Mutter, stammend aus einer erzkatholischen Familie, beim Fernsehen, wenn zwei Leute sich geküsst haben, das Programm umgeschaltet hat und uns Kindern damit signalisiert hat, Körperkontakt zwischen Menschen ist irgendwie was Schmutziges, Schlechtes, Böses. Und das ist, heute weiß ich, das ist ein vorteilbringender Irrtum, und zwar für die Händlersparte. Ja, weil je weniger Menschen miteinander schmusen, desto mehr kaufen sie Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten und andere Ersatzbefriedigungssuchtmittel. Ja? Das weiß ich heute durch meinen Selbsterkenntnisweg. Ja? Und dann das Zweite ist,
Mit der hübschen Nachbarstochter habe ich als Kleinkind Doktorspiele gemacht. Und meine Mutter hat dann wieder Angst bekommen und hat mir signalisiert, irgendwie dieser Körperkontakt ist irgendwie den. Das haben wir uns dann auch alle nie wieder getraut. Ja, das wurde nur signalisiert, still und leise signalisiert, da ist irgendwas gefährlich, böse, schlecht oder schmutzig dran am Körperkontakt. Ja, und dann habe ich als Kleinkind irgendwann mal meinem Vater Bussis gegeben, so ganz liebevoll. Und dann hat er Angst bekommen, weil das ist ja sozusagen schon fast sexueller Missbrauch. Der Vater lässt sich Bussis geben von dem Kleinkind oder so. Ja, und dann habe ich eben gemerkt, der Vater kriegt Angst, irgendwie ist ihm das unangenehm. Und also habe ich immer wieder gelernt, Körperkontakt ist ja irgendwie Körperkontakt, Zärtlichkeit, Nacktheit bei den Doktorspielen oder so. Das ist alles irgendwie böse, schlecht und übel. Heute weiß ich, das ist ein vorteilbringender Irrtum der Händlerspaten zum Beispiel. Ja? Und dadurch wurde ich dann tendenziell esssüchtig, weil ich sozusagen zwar später teilweise diese Verklemmtheit und diese Angst vor dem Körperkontakt teilweise aufheben konnte, dann auch sehr viele Freundinnen hatte durchaus, aber der Mensch ist ja nicht alleine. Das ist ja diese Illusion, gerade eben habe ich wieder eine Sendung geschaut, der Mensch ist das Gruppenlebewesen schlechthin. Der Mensch, wenn der Einzelne unverklemmt ist, lebt er immer noch in einer Gesellschaft mit 80 Millionen Verklemmten, die alle infiziert sind von dem vorteilbringenden Irrtum, Körperkontakt und Sex ist irgendwie auch irgendwas Problematisches, Schmutziges, Schlechtes, Böses oder was auch immer. Ne? Und ich wurde dadurch Esssucht gefährdet. Ich kämpfe jeden Tag mit der Esssucht, weil ich rauche nicht, ich trinke nicht und so weiter, aber essen muss ich ja ab und zu. Und dann ist die Gefahr bei mir immer, dass bei mir dieser Mangel an Liebe, Körperkontakt und so weiter, sozusagen, der ja auf zwei Wegen reduziert werden könnte, nämlich durch unsere Reformen, durch die Gesundheitskommune oder durch eben eure Schiene sozusagen der Kommunenprojekte, in denen die Menschen wieder liebevoll zueinander finden könnten. So könnten die Menschen glücklich werden und die Süchte zurückgehen, sozusagen. Und ja, mein Erfahrungsweg war dann, dass ich eben verstanden habe, aha, aufgrund des vorteilbringenden Irrtums, sozusagen, wurde ich dann auch in der Psychotherapie, in meinem Studium als Psychotherapeut und klinischer Psychologe, auch erzogen zum Lobbyisten wider Willen. Das heißt, ich selbst habe meinen Patienten die eigene anerzogene Verklemmtheit auch weitergegeben, also den vorteilbringenden Irrtum weitergegeben. Ach ja, das mit der Sexualität, das spielt alles keine Rolle. Das Unglück kommt nicht aus dem Liebesmangel. Das war der vorteilbringende Irrtum, den ich eben so wie alle anderen Psychotherapeuten auch unterrichtet habe. Ne? Und weswegen ich ja dann meinen Beruf auch niedergelegt habe, weil ich gemerkt habe, nein, das ist ja die Unwahrheit. Die Wahrheit ist ja die Sigmund Freud mal erkannt hat und Wilhelm Reich erkannt hatten, dass die Unterdrückung der Sexualität, also die vorteilbringenden Irrtümer, die sagen, dass Körperkontakt etwas Schlechtes sei, dass die Zentralursache des seelischen Leidens und der Volkskrankheit Depression sein und damit auch der Volkskrankheit Einsamkeit, die ja im Moment großes Thema in den Medien ist, ne? Ja, und so hat mein persönlicher Erfahrungsweg dazu geführt, dass ich erkannt habe, aha, ich bin aufgewachsen, habe vorteilbringende Irrtümer der Lebensmittelsparte, der Händlersparte aufgenommen, war Lobbyist wider Willen, habe dann im Studium auch die entsprechenden vorteilbringenden Irrtümer der Psychotherapeutensparte aufgenommen, die quasi ja davon leben, dass die Leute krank bleiben, unglücklich bleiben, also nicht in einer glücklichen Kommune leben, sondern immer wieder in die Klinik müssen,
weil sie eben immer auf den falschen Weg geführt werden, nämlich nicht in eine glückliche Kommune, sondern immer wieder in die Behandlung, ja, als Drehtürpatienten in die Drehtürpsychiatrie und Drehtürpsychotherapie sollten. Ja, das werde ich nachher noch mal ein bisschen detaillierter ausführen, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass also auch die Konzepte des Weltrates natürlich unheimlich gut in meinen Selbsterkenntnisweg passen und dass ich mir von den Parteimitgliedern auch wünschen würde, dass sie sich fragen würden und hinterfragen würden, so, wo bin ich denn Lobbyist wider Willen, wenn ich für eine bestimmte Reform bin? Durch welche Manipulation glaube ich welchen vorteilbringenden Irrtum, welcher Sparte, und bin deswegen für eine bestimmte Reform, obwohl ich damit eigentlich nur ein Lobbyist wider Willen bin und eigentlich nicht den Wählern diene und dem Glück der Menschen diene, sondern eigentlich einer Sparte der Gesellschaft, die irgendwelche kommerziellen Interessen hat. Ja? Und da mache ich nachher dann weiter. Ich reiche weiter. Ja, danke schön. Ich denke, das sind sehr wertvolle Sachen, die du da erzählt hast, wo wir alle aufs Glatteis gelockt werden, durch die Verdrängungsmuster und Verklemmtheitsmuster um uns herum, die tatsächlich oft irgendwelchen nicht so durchschaubaren Interessen dienen. Und der Einzelne meint, es wäre zu seinem Vorteil, ist aber diesen Tricks der äußeren Interessensgruppen, der Lobbys und zum Teil wirklich auch, also es gibt auch ja die inneren Lobbys, die sozusagen aus den eigenen unterbewussten Fehlprägungen kommen. Aus meiner Sicht geht das ganz weit, also bis dahin, dass wir Menschen eine tiefe Suchtdisposition in uns tragen, eine Suchtanlage, die damit in Verbindung steht, dass wir aus der ganzheitlichen Steuerung des Instinktes, wie die Tiere das haben, rausgerissen wurden, durch das immer mehr sich entwickelnde individuelle Lernvermögen und dann unser Denkvermögen am Ende. Und dass die Einzelmotive auf diesem Weg, nachdem sie aus dem Zügel des Instinkts sich befreit haben, sowas geworden sind wie wild gewordene Flaschengeister. Das heißt, wir sind die einzigen Lebewesen, die da nicht durch Hemmmechanismen und so weiter automatisch gebremst werden, gehindert werden, sondern bei uns können die einzelnen Motive sich auch maßlos und pervers ausleben. Fressen, Saufen, Sex, Macht, irgendwelche Eitelkeiten. Und das, glaube ich, hat in unserem Inneren eine wahnsinnige Empfindung von Befreiung oder dann eben auch eine Suchtqualität bekommen, dieses maßlos und pervers ausleben können von Einzelmotiven, von Splittermotiven. Und das, was wieder eine ganzheitliche Steuerung hätte ergeben können, also wie es uns dann auch Leute wie Einstein und Freud in einem Briefwechsel mal erklärt haben, das könnte natürlich jetzt die Vernunft sein, die aufs Ganze schaut und in diesem Sinne da wieder Steuerung reinbringt. Aber, und da brauchen wir jetzt gar nicht groß auf irgendwelche Wissenschaftler schauen, wenn man in sich selber hineinschaut, stellt man fest, dass das eine ganz wackelige Angelegenheit ist und dass die Vernunft eventuell eher, als da die Zügel wieder in die Hand nehmen zu können oder die Flaschengeister wieder in passende Flaschen zu bringen, eher zum Erfüllungsgehilfen degradiert wird, also mit Rationalisierungen, also mit Ausflüchten. Man lässt es vernünftig erscheinen, was man eigentlich an Willkür auslebt. Also mit solchen Scheinrechtfertigungen und vor allem auch mit Strategien. Also nicht die Vernunft zügelt jetzt zum Beispiel meine Besitzgier, sondern die Vernunft wird als Werkzeug eingesetzt, wie kann ich möglichst viel raffen und so etwas. Also missbraucht und degradiert zum Erfüllungsgehilfen, zum Werkzeug, zum Strategietool für die Maßlosigkeit und Perversion, für die Gier, von der Gandhi ja gesagt hat, die Welt hat durchaus genug für aller Menschen Bedürfnisse, aber nicht für aller Menschen Gier. Also da gibt es die nicht nur äußeren Lobbys, die uns manipulieren,
sondern sozusagen auch die inneren Lobbyinteressen, nennen wir sie auch Splitterinteressen oder dann eben Flaschengeistinteressen, Suchtflaschengeistinteressen, das sind ungeheure Gefahren, die uns da immer wieder zum Entgleisen bringen können oder daran hindern können, dass wir locker und offen mit anderen Menschen einfach vernünftig nachdenken, was könnte denn im Ganzen so der Weg sein, die Heilung sein. Da kleine Randbemerkung zu Louis. Wenn der Zauberer kommt und schwingt den Stab und sagt, hey, bumm, jetzt ist es das. Ihr habt die Abkürzung oder den Kurzschluss ins verantwortliche Bewusstsein genommen und musstet euch nicht mehr groß so gegenseitig falsifizieren. Dann werden die Leute ihn angucken, die da so nach dem Bummen dastehen und das vollendete Bewusstsein oder aufgeklärt oder aufgewacht oder wie auch immer, jedenfalls rund gewordene Bewusstsein haben und werden sagen, hey, Zauberer! Oder vollendeten Bewusstseins, dass wir nichts Schöneres kennen, als uns gegenseitig in Frage zu stellen und zu gucken, wie können wir da eben unserer geistigen Entwicklung weiterhelfen. Das ist sozusagen der Rausch, das ist das Göttergetränk der geistig Erwachten, dass sie nur noch so miteinander umgeht. Okay, ja, jetzt habe ich schon wieder einiges gequatscht. Ich würde fast sagen, die aktuelleren äußeren Dinge, womit bin ich beschäftigt und wie kann ich das einordnen in mein Verantwortungsengagement im Ganzen, das mache ich bei der nächsten Runde. Ich gebe weiter an den Louis. Ja, danke. Ja, dein Nebensatz, Öffi, ich glaube auch, dass es dann so sein wird, dass wir sehr froh sind über das wechselseitige uns in Frage stellen und auch sich selber in Frage stellen, alleine. Ja, danke für dein näheres darauf eingehen, Dylan. Ich denke immer noch, dass es weniger abschreckend und vom Kopf stoßen ist, wenn man einfach noch zwei extra Worte hinzufügt, weiß ich nicht, uns bisher als der einzige Weg scheint. Gibt Leute, ich gehöre auch dazu, die irgendwie das komisch finden, wenn Sachen unnötig dogmatisch formuliert werden. Und ja, finde ich immer noch faszinierend und ein bisschen fragezeichenmäßig, was du zu dem Berater der Direktkandidaten gesagt hast. Das ist ja toll, dass er sich da diese Schlüsselposition aufgebaut hat und würde mich interessieren, hast du bestimmt noch viel, was du ausführen kannst. Vielleicht machst du das auch an anderer Stelle schon, dann ja, also kann ich mich auch gedulden. Jetzt hast du Öffi Gandhi erwähnt, glaube ich zumindest. Und ich habe letztens von der Alexandra David-Nehls oder wie sie heißt, Mein Indien gelesen, wo sie Gandhi recht eventuell vollständig darstellt, beziehungsweise wurde die bis einseitig glorifizierende Sicht, die ich auf ihn kannte, ein bisschen erweitert. Und du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Doktorarbeit oder sowas ähnliches, nee, Quatsch, aber halt irgendeine Studium-Abschlussarbeit oder sowas, oder eine wichtige Arbeit während deines Studiums über Gandhi geschrieben. Einerseits wäre ich interessiert daran, sie zu lesen, und andererseits hatte ich bis vor kurzem tatsächlich die Hoffnung, dass Gandhi quasi nur cool war. Und was diese Frau in ihrem Buch schreibt, ist, dass er nicht daran interessiert war, das Kastensystem abzuschaffen, sondern dass seine Hoffnung war, dass die Reichen einfach mehr ihr Geld teilen würden mit den Armen. Und ja, falls dieses Passen scheint an dieser Stelle, darauf eingehen willst, was Gandhis Nachteile waren oder so, oder ich habe mir dann gedacht, du würdest wahrscheinlich, egal was er für Nachteile hatte, argumentieren, dass die Vorteile und die Weisheiten und die Wahrheiten und Logiken, die er proklamiert hat, dass die relevant sind, auch wenn er selber kein 1000% perfekt Heiliger war oder so. Naja, falls du dazu irgendwelche Einfälle hast, ansonsten danke und ich gehe wieder weiter an den. Ja, wie gesagt, also ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn sich mit diesen Direktkandidaten etwas konstruktiv bewegt.
Genauso wie ich euch auf dem Laufenden halten werde, wenn da mit der Gemeinwohllobby und deren durchaus realitätsnäherer Form der verfassungsgebenden Versammlung was tut. Aber bis jetzt ist das noch nichts, da ist ja noch nichts wirklich geschehen jetzt. Ne? Und ich habe ja eben vorhin in der Runde sozusagen mit dem Stichwort Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt sozusagen, habe ich ja geschildert, wie ich sozusagen, wie einer meiner hauptvorteilbringenden Irrtümer in mir entstanden ist, dass irgendwie Körperkontakt irgendwas Schlechtes ist. Ich war dann als Kind in der Schule, ich habe dann also mich quasi an die Mädchen, in die ich verliebt war, mich praktisch nie rangetraut. Ich hatte dann meine erste Freundin auch erst mit 17 oder 18 dann, ja, und war dann natürlich auch die ganze Zeit so ein bisschen, ja, tendenziell depressiv, tendenziell einsam, weil ich mich ja an die Mädchen in der Schule, in die ich verliebt war, nicht rangetraut habe, weil ich ja den vorteilbringenden Irrtum übernommen hatte. Irgendwas an dieser Liebe ist irgendwie schlecht, böse und angsterregend und schlecht und gefährlich, ja? Und dadurch habe ich dann eben auch schon als junger Mensch schon angefangen, immer zu kämpfen mit dieser Esssucht, weil, ja, also die Sparte, der Händler, lebt davon, dass Menschen esssüchtig sind und konsumsüchtig sind. Ja? Und jetzt ist es allerdings kurz gesagt so, der Händler wird ja selten sieht man ja einen Werbespot eines Händlers, der jetzt sagt, also Körperkontakt ist schlecht, geht lieber bei mir einkaufen und esst euch zu Tode. Das sagt ja ein Händler nicht. Das Entscheidende ist aber, dass wir dann in der Forschung ja festgestellt haben, dass die Medien genau das sagen. In den Medien werden in den Spielfilmen immer wieder signalisiert, dass Körperkontakt und Sexualität immer wieder auch schlecht seien und irgendwie schlecht sein könnten und so weiter und in vielen Formen verurteilt werden und abgelehnt werden und für schlecht befunden werden. Was weiß ich, der Partner ist zu jung, der Partner ist zu alt, der Partner ist dies, der Partner ist das und so weiter. Und dann mehrere Partner, das ist ja dann ganz schmutzig und so weiter, ja. Und so habe ich also die Erkenntnis ist also quasi so, die Händler, die Sparte der Händler gibt seine Werbemilliarden an die Sparte der Journalisten und Medien. In den Medien, die Medien, die besonders gut den vorteilbringenden Irrtum, Körperkontakt ist schlecht, ausbreiten, die bewirken den größten Konsumerfolg, weil die Leute dann umso konsumsüchtiger werden, esssüchtiger werden, wie ich, ja. Und dann verdient der Lebensmittellieferant mehr Geld und kann dann wieder mehr Werbespots von diesem Geld schalten in diesem Fernsehsender zum Beispiel, ja. Und dass diese Partnerschaft aus Medien und Händler erst den vorteilbringenden Irrtum der Körperfeindlichkeit ins Laufen gebracht hat, sozusagen. Und dadurch habe ich dann sozusagen letztendlich war ich dann Lobbyist wider Willen und habe selbst diesen vorteilbringenden Irrtum lange mit mir getragen, bevor ich den dann durchschaut habe und aufgegeben habe. Und dann habe ich im Studium der Psychologie einen anderen zentralen vorteilbringenden Irrtum erworben, nämlich den vorteilbringenden Irrtum der Psychotherapeutensparten, deren geschäftsfördernden Irrtum erlernt, nämlich, dass man an dem Menschen, an dem Einzelnen in ihm etwas drehen könne, in seiner Psyche, wodurch er weniger depressiv würde und glückseliger würde. Heute weiß ich, das ist ein vorteilbringender Irrtum, der die Menschen davon von der Wahrheit fernhält, dass der Mensch nur in der Gruppe gesund werden kann.
Also nur in der Kommune, deswegen spreche ich ja auch ganz bewusst von den Hausarzt-Gesundheitskommunen oder von der Doppelschienigkeit, dass über unseren politischen Weg die Hausarzt-Gesundheitskommunen entstehen sollen oder auch über den Weg, der für euch Hauptschwerpunkt ist, nämlich in den Kommunen können die Menschen miteinander glückselig werden, wenn sie sich von allen vorteilbringenden Irrtümern befreien können. Ja? Und übrigens, es gibt sogar Kliniken, die das ansatzweise versucht haben. Ich habe ja in vielen Kliniken gearbeitet, in denen wirklich so der Gedanke war, die Patienten gehen raus in eine Wohngemeinschaft, die Wohngemeinschaft wird betreut mit sowas wie einer Art Friedensagentur, Konfliktschlichtung, Supervision und so weiter. Und dort lernen die dann gesund und glücklich miteinander leben. Nur, das hat man immer nur halbherzig gemacht, weil das wäre ja das Ende der Klinik gewesen. Stellen wir uns vor, wenn die Leute alle plötzlich nach und nach alle in glücklichen Wohngemeinschaften rund um die Klinik leben würden und irgendwann alle die Konfliktlösungstechniken und auch die Friedensagentur selber betreiben könnten, wer bräuchte dann noch die Therapeuten? Wer bräuchte dann noch meine Sparte der Therapeuten? Niemand mehr. Das heißt, also deswegen haben diese Kliniken das nie richtig gemacht, nämlich Menschen wirklich als Gruppe zu behandeln, die miteinander einen Weg zum Glück finden muss und dass das der einzige Weg ist zur Gesundheit. Das heißt also, ich, so sehr ich mich selbst als erleuchtet betrachten würde, der Einzelne kann aber nie glückselig werden, weil der Mensch nun mal ein Gruppentier ist. Das ist so unsere Überlegung. Ja? Das heißt also, nur in einer Kommune, sei es in der Hausarzt-Gesundheitskommune oder in der, an den Kommunenprojekten, an denen ihr arbeitet, kann der Mensch, wenn dann mit einer Friedensagentur zum Beispiel die vorteilbringenden Irrtümer der Rechthaberei ist gut, Streitsucht ist gut, ja, diese vorteilbringenden Irrtümer angegriffen werden und auch die vorteilbringenden Irrtümer angegriffen werden, dass Körperkontakt schlecht ist zum Beispiel. Und dann, wenn die Menschen dann lernen, in der Kommune sich gegenseitig wieder Glück zu schenken, anstatt sich zu streiten, dann wird der Mensch gesund. Also Psychotherapie kann eigentlich nur in der Kommune geschehen. Und da habe ich ja dann meinen Beruf niedergelegt, denn durch die herkömmlichen Lehren der Psychotherapie waren ja voll von dem vorteilbringenden Irrtum, du musst zumindest so tun, als ob du an der Persönlichkeit des Menschen einen Schalter umlegen könntest, durch die psychoanalytische Deutungstechnik, Verdrängtes, Bewusstmachen oder was auch immer, irgendwie einen Schalter umlegen, der dazu führt, dass die Person in sich plötzlich glückselig wird. Aber ich habe ja dann erkannt, das ist ja nur ein vorteilbringender Irrtum, der uns davon abhält, die Menschen in die Kommunen zu schicken, denn sie können nur im Miteinander gesund und glücklich werden. Ansonsten wird die Volkskrankheit Depression und die Volkskrankheit Einsamkeit auf ewig weitergehen, was natürlich die Praxen der Therapeuten immer wieder füllt, weswegen das Ganze ja auch ein vorteilbringender Irrtum ist. Das ist schwer zu fassen, aber ich lasse es erstmal dabei bleiben. In der nächsten Runde kann ich es ja nochmal erläutern. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Ich glaube auch, also einerseits, dass auch das ist was Dialogisches, der einzelne Mensch überhaupt diese Bereitschaft aufbringen muss, mit sich selbst ins offene und ehrliche Gespräch zu gehen. Also die Gemeinschaft mit sich selbst, also eins der Vorbilder hier in Deutschland, der hat so ähnlich wie Gandhi gelebt, auch Gusto Gräser hieß er, also vor dem Zweiten Weltkrieg.
hatte auch den Zweiten Weltkrieg noch überstanden, ist da irgendwo auf dem Dachboden einsam gestorben und hätte nicht der Bibliothekar, ich glaube, das war in München, noch aus persönlicher Bekanntheit mit ihm gesagt, dass er seine Literatur, seine Pappkartons noch eben einsammeln würde, bevor die von Sperrmüll abgeholt würden, dann wäre das verloren gegangen, auch das Material von ihm. Ja, und dieser Gusto Gräser, der hatte den Wahlspruch eben auch einerseits ohne Gewalt und ohne Besitz. Sein Bruder hatte gesagt, ohne Gewalt, der fügte hinzu, ohne Gewalt und ohne Besitz. Und er meinte, es ist ganz entscheidend, sich selbst innerlich zum Freund zu werden, den inneren Freund zu finden oder ja, sich selbst so annehmen und mit sich in den Austausch zu kommen. Das denke ich auch. Also mein tiefstes Prinzip für den Einstieg in die Heilungsentwicklung ist ja das sogenannte organische Denken. Immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Und das geschieht in diesem inneren Dialog. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht da irgendwelche individuellen Erlösungswege dann gibt, am Gemeinschaftsweg vorbei. Abgesehen davon, dass wir keine Sprache lernen würden und auch nicht geistig uns entwickeln könnten, wenn nicht die anderen Menschen um uns herum auch in diesem geistigen Kontext mit uns stehen würden. Wir können uns vielleicht irgendwann davon trennen, aber auch dann ist die Frage, ob das wirklich ein Weg ist, der uns weiterbringt oder der uns doch auf die eine oder andere Weise eher verkümmern lässt. Aber gut, das ginge eventuell noch, aber prinzipiell lebt unser geistiges Leben auch von dieser Gemeinschaft. Und wir dürfen auch gar nicht drauf verzichten. Also in vielen Diskussionen, die ich führe, sage ich, dass die Idee, man zieht sich dann als meditierender Eremit, Einzelgänger in irgendeine Höhle zurück, das sieht daran vorbei, dass egal, wie wir uns das Erleuchtungsbewusstsein vorstellen, auf jeden Fall dazugehören wird, dass wir in dieser Welt nicht unverantwortlich, egoistisch sozusagen, irgendwelche Fluchtwege, auch geistig esoterischen Fluchtwege uns suchen, sondern das erleuchtete Bewusstsein wird sicherlich mit beinhalten, hier ein verantwortliches oder moralisches Bewusstsein auch in dieser Welt zu haben. Und dieses moralische Bewusstsein, das bedeutet ja dann auch, dass wir erkennen müssen, es kommt darauf an, hier Entscheidungsstrukturen und Verteilungsstrukturen zu schaffen, die verantwortungsfähig sind. Und ja, also das würde bedeuten auch, dass man nicht vorbeiführt an der Gemeinschaft. Dass wir die Gemeinschaft, dass wir nicht darauf verzichten können. Denn Entscheidungsstrukturen, Konsens, Demokratie und sowas, das geht halt nur, wenn Menschen das gemeinsam entwickeln und sich da auch ja, lernen, sich da reinzufinden, sich das auszuarbeiten. Okay, das dazu. Jetzt noch ein paar Worte zu dem, wo ich hier so dran bin. Also die Wellen schlagen so über mir zusammen, dass es schwer ist, irgendwie da noch Land zu sehen oder bei den Dingen hinterherzukommen. Trotzdem, ich meine, solange man bei dem, was man da so immer nach Kräften an der einen oder anderen Stelle mit reinbuttert, das Gefühl hat, es geht ja irgendwie vorwärts oder es hält sich zumindest ein erhaltenswerter Zustand, sagen wir so, das ist auch an manchen Stellen der Fall, dann ist es so, dass man da ein gutes Gefühl bei haben kann oder eben halt gut weiter vorangehen kann. Ich zähle mal ein paar Dinge auf, fange mal von unten so an. Also ich finde es auch gut, dass einer meiner Verbündeten relativ stark sich reinkniet in das Thema, wie kann man jetzt die Kinder schützen vor diesen Corona-Maßnahmen. Denn obwohl jetzt die Impfung da ist, ist ja nicht so, dass das jetzt nachlässt. Also schon für die, die sich da impfen lassen, dass die jetzt wieder ein bisschen in ihre normalen Rechte kommen oder Tourismus machen können. Aber es ist offensichtlich so, dass
vor allem dieser Anpassungsdruck an die, ich sag mal, auf Dauer dann auch gesteuerte Gesellschaft, also auch gerade der Druck jetzt eben auch, dass da die Massenimpfung in der Bevölkerung geschehen muss, und machen wir uns nichts vor, einzelne Ärzte oder Experten sagen ja auch schon, das werden die dann so machen wie bei der Grippeimpfung, und dass das dann immer wieder seine Auffrischung braucht und so weiter. Und die damit verbundene Diskriminierung derer, die sich nicht impfen lassen wollen. Also auch der Zwang, der dahinter sitzt, auch jetzt zu sagen, es gibt dann entweder per direktem Zwang dann auch Impfungen für Kinder oder dass die eben eventuell nicht mehr in die Schulen können, wenn sie nicht geimpft sind oder solche Sachen. Also indirekter Zwang, Nötigung durch Aberkennung von Möglichkeiten der sozialen Teilhabe oder von Rechten. Das sind alles hammerartige Dinge, und natürlich bin ich da froh drum, wenn dann Leute aus meinem Kreis sich dahinter klemmen und versuchen, das voranzutreiben. Also auch, dass man da vielleicht Anzeigen machen kann und so weiter. Ja, das ist der eine Bereich. Ansonsten bin ich mit Corona an zwei weiteren Stellen beschäftigt. Ich gucke aus der Ferne, dass die Entwicklung in Berlin mit dem Demokratiefürsorge-Zeltcamp, was die Querdenker da angefangen haben und was ich dann seit Oktober versuche, so am Leben zu erhalten und fortzusetzen. Also da ist es so, dass die Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen mich wegen illegalem Campen, ich habe da immer wieder illegal gecampt und habe gesagt, ich mache das so lange als gewaltfreie Aktion, bis ihr mir eine faire Ansprechstelle gebt, um hier über die Genehmigung für so ein Camp dann richtig vernünftig sprechen zu können, statt das mit offensichtlichen Lügen abzuwiegeln, wie es geschehen ist. Ja, und da habe ich jetzt gesagt, als sie das fallen lassen wollten, die Anzeige, nee, bin ich nicht mit einverstanden, weil ich mache da ja eine gewaltfreie Aktion, die soll dieses Ziel erreichen, und ich werde die Straftat sozusagen fortsetzen, also solange das jetzt nicht irgendwie wirklich eine faire Kommunikationsgelegenheit bekommt. Und gleichzeitig habe ich hier in Stadtallendorf festgestellt, nicht jetzt den vergangenen Mittwoch, sondern die Woche zuvor, dass der Versuch von ein paar Hanseln hier in der Stadt einen Protestspaziergang zu machen durch ziemlich schikanöses Eingreifen und Behindern der Ordnungskräfte ausgehebelt wurde, sodass die an dem Abend, als ich da war, dann auch aufgegeben haben oder haben gesagt, nee, dann machen wir es nicht, gehen wir wieder nach Hause. Und da biete ich denen jetzt an, dass man da guckt, welche Möglichkeiten sind am ehesten effektiv, und ich glaube, weniger aufwendig. Man braucht nicht so viele Leute. Es ist nicht so, auch für den Staat, so schwierig kontrollierbar. Wohin bewegen sich da irgendwelche Gruppen oder was machen die? Also eine gute, kleine Ebene, die aber auch sehr schön schon wirken kann, ist die Mahnwachen-Variante. Und da habe ich jetzt am Mittwoch das erste Mal so eine Mahnwache dann auf dem Platz von dem Rathaus hier in Stadtallendorf auch gemacht und gedenke, das fortzusetzen jetzt montags. Und ja, also da arbeite ich ganz besonders angestrengt dann am Stil der Sache. Ne? Ihr kennt ja meine diesbezüglichen Ideale, so die großen Harmonieideale des ÖFF. Du musst den Menschen immer die Wahrheit sagen und du musst ihnen immer so sagen, dass sie ihnen gefällt. Und jetzt bei solchen gewaltfreien Aktionen will ich das ausreizen, also bis zum geht nicht mehr. Einerseits natürlich die Argumente in ihrer Klarheit so richtig auf die Spitze zu treiben. Andererseits aber auch, dass ich sagen will, liebe Normalbürger, lieber Bürgermeister, liebe Polizei, das ist eine gewaltfreie Aktion, die will eigentlich gar nicht Störung oder Hinderung oder was weiß ich sein, Straßenblockade, sondern die versteht sich als helfende, als fördernde und entlastende Aktion in alle Richtungen. Gutes Vorbild dafür war Danilo Dolci, ein Nachfolger von Gandhi, der in Italien hingegangen ist, und statt dass da irgendwelche Straßen blockiert wurden oder irgendwelche Schäden angerichtet wurden durch Demonstranten, sind die hingegangen, haben eine Straße, die kaputt war, repariert und damit ihre Art, wie sie konstruktiv in der Gesellschaft sein wollten und ihre Anliegen einbringen wollten, zum Ausdruck gebracht. ja, das habe ich schon ein paar Mal so als Tenor oder als Stiländerung einer neuen Art gewaltfreie Aktionen früher auch eingebracht und betone das jetzt sehr stark hier auch bei dieser Mahnwachen, bei diesem Mahnwachenbeitrag von mir. Und ja, also versuche ich natürlich charmant zu sein. Ne? Also es muss den anderen ja gefallen, wie ich dann meine Anliegen vortrage.
Und da habe ich jetzt in meinem Bericht von Mittwoch und meine Ankündigung, dass ich am Montag da weiterzumachen gedenke, habe ich gleich reingeschrieben, dass Stadt Allendorf hier, also die rühmen sich, dass es hier sehr unterschiedliche Bevölkerungsanteile gibt, ne, auch alteinheimische Deutsche und zugewanderte Bevölkerungsgruppen, Gastarbeiter und so weiter. Und da habe ich dann gleich reingeschrieben, ja, also in Berlin ist das so, dass so eine Mahnwache, eine Dauermahnwache vom Kanzleramt zugelassen wird. Da ist es doch hier in Stadt Allendorf, kann man sagen, ist dann doch die Weltstadt oder Hauptstadt der Toleranz. Wird es bestimmt auch möglich sein, wenn man da so 2 Stunden in der Woche sich dann hinsetzt und so weiter. Ne? Also ihr merkt, ich gebe mir Mühe, den anderen das so angenehm wie möglich zu machen, dass sie da das akzeptieren können. Ja, und gleichzeitig, also das waren jetzt so die Sachen Corona, ne? Also dass da einer für die Kinder auf die Barrikaden geht, Berliner Camp, hier Mahnwache Stadt Allendorf. Und gleichzeitig bin ich auch ganz stark dran, da wird morgen die Generalversammlung sein, einer Genossenschaft. Und das ist ein Modellvorgang, der da jetzt läuft, ob so eine Gruppe wirklich den starken Umschwung von Intrigen, Mauschelkultur zu klarer, offener, ehrlicher Argumentekultur schafft. Es wäre in der Form nach meinem Überblick die einzige Modellentwicklung dieser Art oder in dieser Intensität, die ich kenne. Es wäre die NGO, wo ich dann hier in Deutschland mich drauf beziehen werde, als Modellmöglichkeit, dass auch wenn es darum dann heftigste Konflikte gibt, und da muss man mit rechnen, dass auch die Intriganten sogar versuchen, dann was weiß ich, einen vor Gericht zu bringen, alle Hebel einzusetzen. Also wenn das klappt, dann ist das für mich dann das Modell, auf das ich mich beziehe, dass so etwas möglich ist, dass man da nicht eben gleich immer denken muss, das wird nicht klappen. So, und da ich jetzt schon sicherlich meine Zeit auch ein bisschen überdehnt habe wieder, verschiebe ich den guten Gandhi in die nächste Runde, Luis. Aber ist im Kopf, ne? Und da antworte ich dann genauer drauf, ist ein tolles Thema. Also Gandhi ist genial, um darüber auch zu diskutieren. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Also falls irgendjemand das jetzt zum ersten Mal sieht und der Dylan vielleicht noch nicht, seine Idee quasi, falls es auf YouTube kommt, unten in der Beschreibung darauf hinzuweisen, was wir alle so machen. Also ich bin Projektleiter einer Pseudo-Kommune, Pseudo-deshalb, weil ich im Moment das einzige Mitglied bin in Mecklenburg, ein Flanker-Projekt auch, heißt Morgen heute, so wie morgen oder heute, nur ohne G. www.morgenheut.wordpress.com ist Mitbewohner. Und mich würde zum Beispiel interessieren, Dylan, du meintest jetzt, wenn du dich als erleuchtet betrachten würdest, in anderen Kontexten hatte ich auch schon mal das Gefühl, du würdest das eventuell tun oder du hast Kenntnis davon, dass andere das tun. Wäre ich natürlich neugierig, wie du Erleuchtung definierst. Und ja, das war's dann vielleicht auch schon wieder und ich gehe wieder weiter. Ja, also wie gesagt, ich wurde ja von in der Nachfolge, es ging, als Osho Bhagwan Sri Rajneesh gestorben war, gab es halt etliche Leute aus diesem Umfeld, für die ich eben dann der erste erleuchtete Nachfolger war als Bhagwan Anurag Sital dann, ja. Aber wie gesagt, was ist für mich wahre Erleuchtung? Das ist eben genau der Punkt. Wahre Erleuchtung ist die tiefe Erkenntnis, dass ich ein Gruppenlebewesen bin, dass ich mich nicht einfach hinsetzen kann und sagen kann, ich lege jetzt einen Schalter in meinem Kopf um und dann sitze ich da und meditiere und bin glückselig und brauch nichts mehr. Sondern dass ich dann glückselig werden kann, wenn ich andere Menschen um mich herum habe und mit denen wir uns gegenseitig Glück schenken und uns gegenseitig beglücken, dass darin sozusagen die wahre Glückseligkeit liegt. Also ich habe ja auch eine Zeit lang als esoterisch-spiritueller Psychotherapeut gearbeitet. Ich habe sogar als Reinkarnationstherapeut gearbeitet, weil ich ja so gründlich bin und einfach alles ausprobieren muss.
Und von daher ist es quasi so, die echte Erleuchtung ist eben die Fähigkeit, sich selbst immer wieder hinterfragen zu können, wo bin ich Opfer vorteilbringender Irrtümer, irgendwelcher Sparten, die mich manipuliert haben. Osho Bhagwan Sri Rajneesh hat das damals genannt, wo bin ich voll von Konditionierungen? Wo ist mein Ego, mein Mind, also sozusagen voll von Konditionierungen von außen, ja? Und wo bin ich insofern durchmanipuliert? Und immer wieder diese Offenheit zu sagen, also der Erleuchtete unterscheidet sich von den anderen, dass er sagt, lieber Schüler, du meinst, du hast die Wahrheit gefunden und bist erleuchtet? Gerne, ich bin jetzt mal dein Schüler, unterrichte du mich. Also, dass er in die Lage kommt, eben in diesen wechselseitigen Falsifizierungsversuch eintreten kann. Dass er sagen kann, ja, lehre du mich und sage mir, wo ich mich irre. Und in dieser Offenheit liegt die Erleuchtung sozusagen. Die tiefe Erleuchtung. Ich bin ein Gruppentier. Ich gehöre in die Kommune. Ich bin von Natur aus ein Kommunenwesen. Die ganze Sensorik, meine ganze Sensorik ist darauf eingestellt, dass sie mir dann die größten Glückshormone oder Endorphine ausschüttet, wenn ich in der Kommune mit Menschen lebe, wo wir uns gegenseitig glücklich machen. Heute hat ein Professor im Fernsehen gerade gesagt, es kann sein, dass zu dieser Kommune auch noch der Hund gehört. Weil es kann sein, dass es zu einer minimalen Anpassung gekommen ist, dass zu einer Kommune auch der Hund gehört. Denn der zwischen dem Menschen und dem Hund sei eine ganz tiefe Verbindung der Kooperation entstanden, die ganz viele Facetten hatte und ganz viele hatte. Aber ich sag mal so, mindestens brauche ich die anderen Menschen. Wie viele Hunde dann dabei vielleicht sind, das kann man ja noch mal überlegen. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, dass es darauf eventuell, dass der Mensch eine eventuell kleine genetische Teilanpassung auch an das Leben mit Hunden haben könnte. Ja, weswegen wir übrigens auch so viele, überall so viele Hunde haben. Übrigens, interessante Nachricht, seit Corona hat die Zahl der Haustiere um 1 Million Tiere zugenommen, weil natürlich die Einsamkeit, die körperliche Nähe und die Nähe zwischen den Menschen ja reduziert wurde. Also brauchten die Menschen jetzt einen Ersatzkontakt und den haben sie sich durch den Haustierkauf geholt. Ist natürlich auch eine Form des Konsums, aber sicherlich eine der harmlosesten Formen der Konsumsucht überhaupt, ne? Wobei man sogar sagen kann, vielleicht ist sogar in dem Kauf eines Hundes steckt ein bisschen genetische Tendenz zum Kommunenaufbau. Vielleicht sieht die ideale Kommune der Menschheit wirklich, die ideale Glückskommune wirklich so aus, dass Menschen und ein paar Hunde zusammen in einer Gemeinschaft leben und dann die höchste Glückseligkeit erreichen. Und diese Akzeptanz, was Osho Bhagwan Sri Rajneesh nur andeuten konnte, dass er sagt, ja hoppla, die innere Natur, das ist doch dein Körper. Und du musst, wenn dein Körper befriedigt ist, dann bist du glückselig, ja? Er lebte immer wieder in dem Widerstreit, dass er sagen musste auch wieder, ach nein. Er war also hin und her gerissen zwischen dem roten Tantra, also ganz viel Körperkontakt und intensiver Sex, und dem weißen Tantra, näher nicht so viel Sex und so weiter, und dem Spirituellen, der ihr wieder sagte, naja, du musst den Sex transzendieren und aufgeben und verlassen, ja, und überwinden irgendwie. Also da war er immer zwiespältig. Und für mich ist die echte Erleuchtung eben, da die Klarheit zu haben, warum soll ich mich gegen meine Natur wehren, sondern meine Natur
Zu leben ist das, was die höchste Glückseligkeit bringt. Und das verstanden zu haben, ist die tiefste Form der Erleuchtung. Ja? Und um jetzt nochmal auf FF einzugehen, den Begriff Verantwortung. Mein persönlicher Weg zur Verantwortung für andere war die tiefe Erkenntnis, dass ich in einer Kommune ja nur dann glücklich sein kann und glücklich leben kann oder glückselig werden kann, wenn es den anderen in der Kommune genauso gut geht wie mir. Denn nur mit selber vor Glückseligkeit strahlenden Kommunenmitgliedern kann ich selbst glückselig werden. Aber dafür müssen wir eben den Blick auch richten darauf, was brauchen Menschen in einer Kommune, um glückselig zu sein. Ja, das ist die entscheidende Frage. Und die Hausärzte würden sich bei unseren politischen Reformen, die laufen ja darauf hinaus, dass die Hausärzte sich diese Frage dann auch stellen werden. Ich kann in Zukunft als Hausarzt nur dann am meisten verdienen, wenn meine Kunden so gesund wie möglich sind und so glückselig wie möglich sind. Also muss ich sie anregen, in Wohngemeinschaften zu ziehen, muss sie begleiten mit einer Friedensagentur und mit Supervision und mit Mediation, muss ihnen beibringen, wie sie glückselig lernen, einander glücklich zu machen in der Kommune, und dann verdiene ich als Arzt am meisten Geld in Zukunft. Ja? Und das Gleiche musst aber auch du, Luis, immer die Frage stellen, wenn dich jemand besuchen kommt für deine Kommune, wie könnt ihr euch gegenseitig so glücklich wie möglich machen, dass der andere bleiben möchte, weil er erfährt, in dieser Kommune, auch wenn wir dann erst zu zweit sind oder zu dritt sind, bin ich glückseliger als alleine. Und allein das ist schon so schwierig, weil man mit den vorteilbringenden Irrtümern zu kämpfen hat. Und deswegen jetzt nochmal zu ÖFFs Aussage mit dem Impfen, ja, zum Beispiel jetzt Corona und so weiter. Ich sag's mal so, der große vorteilbringende Irrtum, den da die Gesundheitssparten und Pharmasparten ja wirklich auch glauben und ausgestreut haben in die Köpfe aller, nämlich der Satz, der vorteilbringende Irrtum lautet, Impfen ist der entscheidende Weg zur Gesundheit aller. Die Wahrheit ist natürlich genau das Gegenteil. In der Kommune leben, sich gesund ernähren in der Kommune, starkes Immunsystem haben, dadurch, dass man sich gegenseitig glückselig macht in der Kommune, das ist der entscheidende Weg zur Gesundheit aller. Und nicht das Kaufen irgendwelcher Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen oder Impfungen. Aber das ist eben so, dass die Sparte der Pharmakonzerne natürlich ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer glaubt und sie es geschafft hat, die ganze Weltbevölkerung damit zu infizieren. Und Luis, wenn dich jemand besucht in der Kommune, musst du dir immer klar sein, dass er immer Tausende von solchen vorteilbringenden Irrtümern mit sich schleppt in seinem Kopf und mitbringt in die Kommune. Und entweder ihr schafft es, diese vorteilbringenden Irrtümer rauszuschmeißen aus den Köpfen, oder es gelingt nicht mit dieser Glückseligkeit in der Kommune. Ja? Und jetzt noch mein letzter Satz dazu, letzter Gedanke nochmal zu diesem Bereich. Die Psychotherapie. Ich habe den vorteilbringenden Irrtum gelernt, der alle Psychotherapeuten, auch die esoterisch-spirituellen Psychotherapeuten, eint. Der vorteilbringende Irrtümer lautet, Kommune mit gegenseitigem sich glücklich machen ist nicht nötig. Wir müssen nur in der Psychotherapie ein paar Schalter in deinem Kopf umlegen, dann wirst du ganz allein sitzen können und glückselig sein können. Und das ist ein vorteilbringender Irrtum, das ist ein Geschäftsmodell, weil dadurch habe ich als Psychotherapeut, als ich das noch geglaubt habe, diesen vorteilbringenden Irrtümer, die Leute abgehalten, über den Weg der Kommune nachzudenken. Heute würde ich sagen, in der VIAT, in der vorteilbringenden Irrtümerabbautechnik, arbeite ich darauf, wenn dann darauf hin, dass die Menschen wieder in die Kommune kommen, Kommunenfähigkeit erlernen, indem sie die ganzen vorteilbringenden Irrtümer rausschmeißen, indem sie aufhören, Lobbyisten wider Willen bestimmter Sparten zu sein
und dann sich in der Kommune gegenseitig glückselig machen. Und darin liegt die Lösung. Und auch alle unsere politischen Reformen haben alle nur das Ziel, dass am Ende die Hausärzte in die Gesundheitskommunen die Leute hineinberaten und denen dort helfen, sich gegenseitig kerngesund und glückselig zu machen. Durch Ernährungsberatung, aber auch durch die Hilfe beim Abbau der vorteilbringenden Irrtümer, sodass die Menschen liebevoll und friedlich sich gegenseitig Glück schenken können in einer Kommune maximaler Kooperativität. Ja, und das Ganze, was ich jetzt alles so gesagt habe, das ist eigentlich die echte, wahre Erleuchtung sozusagen. Und diesbezüglich haben mich meine Schüler ebenso bezeichnet als den ersten wirklich Erleuchteten der Evolution sozusagen. Ja, ich gebe weiter. Ja, danke. Danke dir. Ja, ich glaube am Ende tatsächlich, das, was am meisten was bringt, ist der Blick darauf, wo strahlt. Also du hast richtig gesagt, auch als Tipp für den guten Luis. Es kommt darauf an, ob wir diese Strahlkraft finden, dass die Menschen das Gefühl haben, nicht, sie setzen sich da, was weiß ich, irgendwelchen Kärglichkeits-Askeseübungen aus oder sie müssen sich den ganzen Tag vollquatschen lassen von jemandem, der kein Ende findet in der Endloskommunikation. Sondern es muss so sein, dass sie spüren, das ist das Schönere, das ist die höchste Qualität. Wo ich eben sagen würde, wenn man das aufs Optimum treibt, auch auf das, wo es aus meiner Sicht am meisten drauf ankommt, dann wäre es die Wahrnehmung, schon die Selbstwahrnehmung. Wir sind ja die denkenden Tiere und dieser Einklang mit unserer Vernunftseele in uns, dieses richtige Denken, im Ganzen sinnvolle Denken, global verantwortliche Denken, das ist der tollste Flash überhaupt, das ist die Wesensentfaltung, das ist das höchste Glück, der höchste Rausch, die einzige gesunde und verantwortliche Sucht, wovon man gar nicht genug haben kann. Also wenn man das hat, dann braucht man nämlich bei irgendwelchen richtigen Erkenntnissen gar nicht mehr die Frage stellen, wie kann man den Menschen denn jetzt motivieren, dass er das als richtig Erkannte dann einhält. Welche Belohnungen muss man ihm geben, damit er das Richtige tut? Weil in dem Moment wird für den Menschen das Richtige tun, dadurch, dass es das Richtige tun ist, zur Belohnung in sich, zum intrinsischen tragenden Motiv. Er braucht nichts mehr, was er an Zusatzbelohnungen bekommt, weil das richtige Denken der größte Kick, der größte Flash ist, besser als jeder Orgasmus. Ja, und das natürlich jetzt auch übertragen auf ein gemeinschaftliches Leben, einen Umgang miteinander. Ich glaube sogar, dass das geht. Also ich bin zwar gar nicht großer Hoffnung, dass wir hier jetzt die Masse der Menschen rumreißen können. Ich glaube, habe ich ja öfter schon gesagt, so wie sich die Welt im Moment entwickelt, können wir vielleicht froh sein, wenn wir so Zoobereiche oder Reservate für natürlich lebende Menschen oder freiwillig verantwortliche Menschen, gesamtverantwortliche Menschen, wenn es da so Zoobereiche oder Reservate gibt, die jetzigen Machthaber auf ihrem Weg zu NWO oder Great Reset oder wie man es nennen will, bestehen lassen möchten, so gnädig sind, das bestehen zu lassen. Vielleicht auch eben erkennen, dass das durchaus seinen evolutionären Wert hat für das, was ja in Zukunft alles dann sich so entwickeln wird. So wie wir denken, wir sollten vom Regenwald was stehen lassen, weil wer weiß, was wir alles für Medikamente und so und chemische, biochemische Forschungsreichtümer daraus noch ziehen können. Also deshalb, die Gier wütet eh und macht vieles platt, nicht nur die Regenwälder, sondern auch die Sozialstrukturen unter Menschen. Aber also ein gewisses, harmloses Teil davon jedenfalls am Leben zu lassen, halte ich sogar für aussichtsreich, dass das geschehen kann. Und
Wenn das passiert, dann haben wir auf die Dauer gewonnen. Weil ich glaube, dass wenn jetzt so die NWO sich durchsetzt, dann werden da immer noch sehr viel willkürlich gesteuerte Eliten sein, die da das Ruder in der Hand haben. Sie werden sich verbünden, weltweit, weil sie es gut finden, so einen Machtapparat, so eine Überwachungs- und Kontrollgesellschaft durchführen zu können. Da werden sie alle für sein, alle Herrschenden und alle Konzernbosse. Aber es werden ansonsten, es wird ein Zusammenbrodeln von Willkürinteressen sein, was in dem Topf zusammenkommt, viel zu sehr jedenfalls. Aber sie werden immer mehr im Rausch auch der Digitalisierung und der Computertechnologie, werden sie immer mehr dahin kommen, dass am Ende die Logik der Algorithmen sich durchsetzen wird. Das ist zumindest meine Hoffnung, halte ich aber auch für hochwahrscheinlich sogar. Und die Algorithmen sagen, uns geht es nicht danach, hier irgendwelche Splitterinteressen korrupt zu bedienen, sondern beste Lösung für ein Problem finden. Und wenn das noch alles zusammenpasst, so meine Annahme, wie es realistisch laufen wird, dann werden die Zoo-Reservate sich mit den Algorithmen der künstlichen Intelligenz der Zukunft dann verbünden. Aber natürlich arbeitet man jetzt auch schon dafür. Und auch da glaube ich, also wenn wir es mal schaffen würden, wirklich nicht nur so unausgegorene, völlig in sich zerrissene und eigentlich kaum steuerungsfähige Menschen zusammenzuziehen für Kommuneversuche und dann immer wieder sehen, wow, was ist das für ein zäher Steinbruch, sondern wenn da mal 3-4 Leute wären, die so richtig klar sind innerlich in dieser Hinsicht, in denen das auch wirklich so funktioniert mit dem Post-Conventional Level oder Spirit Identification Level, dass ihre Vernunftseele das Tragende ist und sie fühlen sich wohl in so einer Kommunikationskultur mit freier Argumentekultur und diesen Konfliktbearbeitungsmethoden der gewaltfreien Kommunikations- und Konfliktkultur, den Friedensagenturen und so weiter. Ich glaube, es würde ganz wenig brauchen, um da mal richtig dickes Strahlen möglich werden zu lassen. Aber ja, sucht mal die Rosinen oder die Juwelen im Heuhaufen jetzt, aus denen man sowas machen kann. Ist also ein schwieriges Dingen. Damit komme ich noch ein bisschen, wenn ich darf, zu dem Gandhi-Thema, weil es passt auch super zusammen. Die Leute, die über Gandhi nörgeln, wenn man das genau anschaut, und du kannst übrigens meine Diplomarbeit oder jeder, der will, auf www.lilitopia.de, also der Website unserer ganzheitlichen Bildungswerkstatt Lilitopia hier in Stadtallendorf, da gibt es beim Punkt Veröffentlichung, gibt es kostenlos downloadbar sowohl die wissenschaftliche Arbeit meiner Frau Anke Rochelt, Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit bzw. globale Verantwortung. Und es gibt da meine Diplomarbeit über Gandhi, ebenfalls einfach zum Runterladen. Und ich finde die Diskussion um Gandhi ungeheuer faszinierend, weil, was man eigentlich gar nicht denken sollte, aber im Bereich der modernen Ökos und Linken gibt es ziemlich viel allergische Reaktionen auf Gandhi, die versuchen, ihm eben dann irgendwelches Eintreten für soziale Ungleichheit, für Rassismus, Antifeminismus, Frauenunterdrückung und so weiter unterzuschieben. Ich habe mir da längere Zeit Gedanken darüber gemacht und ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Nicht, dass es zutreffen würde. Also ich meine, Gandhi hat auch Fehler gemacht, das ist überhaupt gar keine Frage. Das war ihm selbst auch sehr bewusst. Und er hat auch viele Dinge nicht zu Ende gemacht. Also jetzt gerade das, was ihm da so vorgeworfen wird, jetzt mit der Umverteilung der Gesellschaft, dass er nicht über den Staat jetzt hier einfach Sozialismus dann umsetzt, sondern dass er hingegangen ist, und das hat sein Nachfolger Vinoba Bhave so richtig auf die Spitze getrieben, der ist hingegangen zu den Reichen und hat gesagt, ich bin euer verlorener ältester Sohn, der sonst das meiste erbt eben, und ich komme, um mein Erbe anzutreten. Ich bin ja als Vertreter eurer Armen Mitmenschen, Brüder und Schwestern, mit denen ihr teilen solltet, weil ihr sie als Teil eurer Menschenfamilie so annimmt. Und er hat die sogenannte Budan- und Gramdan-Bewegung ins Leben gerufen, dieser Vinoba Bhave, die Landschenkungs- und am Ende Dorfschenkungsbewegung, weil wirklich, also er hat den Leuten auch gesagt, Leute, wenn ihr keine kommunistische Revolution wollt oder dieses Elend jetzt oder diese Mitverantwortung, diese Schuld
am Leid und Tod von Menschen. Wenn ihr das alles nicht wollt, dann wählt den friedlichen Weg, euch wie Brüder und Schwestern zu fühlen und auch so zu verhalten. Und er hat wirklich am Ende ganze Dörfer geschenkt bekommen. Also diese Art von Sozialarbeitsbewegung und Umverteilungsbewegung in Indien hat ein Ausmaß schon gehabt, wo wir hier in Europa ja kaum dran denken oder es zu denken wagen. Aber ich sage auch gleich dazu, vieles ist dann wieder zerfallen. Und zwar, also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, weil die Armen die Disziplin nicht aufbrachten und die Reichen, zum Teil haben sie auch wieder dann, also wenn es keiner gesehen hat, wieder was an sich genommen, aber zum Teil auch aus Frust das wieder an sich genommen haben, weil die Armen eben nicht so verantwortlich und menschheitsgeschwisterlich jetzt auch dann mit den Sachen umgegangen sind, wie sich das Gandhi oder Vinoba vorgestellt hätten. Das passt hervorragend zu dem, was Dylan gesagt hat, was jetzt der Schwerpunkt ist auch vom Weltrat der Weisen. Selbsterkenntnis ist der einzige Schlüssel zum wirklich großen Wandel, weil ansonsten jede äußere Veränderung, jede tolle Reformidee, die man hat und umsetzen will, wenn das nicht seine tragende Wurzel hat im Inneren und der Selbsterkenntnis und Selbstausarbeitung der Menschen, ist das alles auf tönernen Füßen oder auf Sand gebaut und hat keine wirklich tragfähige Wurzel. Also die Idee war ganz toll von Gandhi und von Vinoba. Und es gibt auch noch was, aber vieles ist zerfallen, weil man wieder dachte, die Lösung ist jetzt hier äußerlich das Land umzuverteilen oder irgendwie materielle Dinge umzuverteilen. Die Lösung ist die Reife. Allein dadurch, dass man Menschen Geld gibt oder Land gibt oder ihnen irgendwas gibt, entsteht keine Verantwortungsreife im Umgang damit. Entsteht auch nicht die wirklich menschheitsfamiliäre Verbundenheitsfähigkeit, sondern das sind Fähigkeiten und Kompetenzen, die muss man an sich und ganz direkt sehen und zum Ziel der Bildung machen. Und dann kann da auch was draus werden und dann trägt es alles andere, aber sonst eben nicht. Und die ganzen Linken haben sich natürlich vorgestellt, dass da eine sozialistische indische Regierung wäre, die so nach der üblichen linken Konsumeinstellung sagt, es wird einfach umverteilt, jeder kriegt einfach. Jeder kann in den Supermarkt gehen. So habe ich hier jemanden bei uns im Garten gehabt, der mir gesagt hat, die Revolution ist da, wenn ich in den Supermarkt oder ins Geschäft gehen kann, kann mir einfach nehmen, was ich will und fertig. Und das können alle so und dann ist die Gleichheit da. Ich glaube, das würde nur eine andere Form ergeben von die Welt hat genug für aller Menschen Bedürfnisse, aber nicht für aller Menschen Gier oder Dummheit oder Spielereien oder sonst was, was sie damit machen wollen. Ja, die Reichen sind ja auch nicht verantwortlich und die Sozialhilfeempfänger, die in den 70er Jahren hier in Deutschland ohne große Probleme von den Ämtern gut ihr Geld zugesteckt bekommen haben, sind auch nicht zu Verantwortungsrettern der Menschheit geworden. Also ich glaube nicht, dass diese äußeren Dinge, diese Reform, Umverteilung oder so das Entscheidende sind, wenn sich die Verantwortlichkeit im Menschen nicht wandelt. Und das hat natürlich die Leute an Gandhi auch noch in drei anderen Hinsichten gewaltig geärgert. Erstmal hatte er nämlich nicht diese Konsumeinstellung zu Rechten, sondern er wurde auch mal gefragt in der Phase, als die Menschenrechte ausgearbeitet wurden. Und da kamen die Leute zu ihm und er sollte ihnen seine Meinung sagen. Und er hat gesagt, Leute, also wenn ihr mich ehrlich fragt, wir sollten nicht erst eine Charta der Menschenrechte schreiben. Wir sollten erst eine Charta der Menschenpflichten schreiben. Was wir hier zu tun hätten, um verantwortungsfähig zu werden. Waren die natürlich alle nicht von begeistert, gingen weg, ne? Wir verkaufen bis heute überwiegend, also und das sage ich, wo ich ein Fan der Menschenrechtserklärung bin, oder zumindest es sind die Anteile drin, mit denen man richtig was machen kann. Aber natürlich stört das die Leute. Das wollen die nicht hören. Auch nicht als linke oder anarcho-kommunistische Vision. Wollen die nicht. Da haben die keine Lust zu. Und dann kommen so falsche Vorwürfe, wie dass er eben da für die Kasten weiter gewesen wäre und dass er rassistisch gewesen wäre, weil er hat gesagt, er will Indien mit den Indern befreien. Hat ja Christen oder sowas wie diesen Priester, der da mit bei ihm war, weggeschickt dann zeitweilig. Hat gesagt eben, es ist wichtig, dass die Menschen selbst ihr Leben in die Hand nehmen, auch ein Volk sich seiner bewusst wird und seine Souveränität dann bekommt und so weiter. Ne? Heutzutage für viele sehr nationalistische, rassistische Gedanken. Und dann hat Gandhi eben über die Rolle von ja Kasten im Sinne von, also die Kasten haben ja was in Indien von einer Berufs- und Ständelogik. Also Zünfte, Gilden, was wir hier früher in Europa auch hatten. Das sind nicht einfach nur, dass irgendeine Mafia-Gruppe sich durchgesetzt hat, die sind jetzt die Privilegierten. Sondern das sind die Priester, das sind die Bauern, das sind die Händler und so weiter, die da eben sozusagen wie Berufsgruppen oder Berufsvereinigungen auch bilden.
Und Gandhi hat immer gesagt, er ist für eine gesellschaftliche Umgestaltung, wo nicht alles verschwimmt in Konsumgleichheit oder Kapitalismus, die Konzerne bestimmen, sondern Gandhi hat gesagt, er wünscht sich ein organisches Wirtschaftssystem, wo tatsächlich so etwas wie solche dörflichen Handwerke und solche Berufsgruppen, die da auch quasi eine Kultur für sich draus machen, ihren Beruf so auszuüben und miteinander da immer mehr in die Feinheiten und hineinwachsen, auch in die Aufgabe und Tätigkeit, hat er gesagt, findet er gut. Er möchte solche organischen Gesellschaftsformen. Will heutzutage keiner von den modernen Ökos und Linken. Ist für die eher so ein Ding, wo sie sagen, da ist man gleich schon wieder zu rechts mit, wenn man mit solchen Gedanken kommt. Und jetzt aber der Knüller eben, auch was die Rolle der Frau angeht und alles. Also Gandhi war für Gleichberechtigung der Frau. Es hat ihn geärgert, dass er gegenüber seiner Frau zu sehr in solchen, ja auch zum Teil patriarchalen Rollenklischees war, dass er, während er selbst auch sich ja hochgebildet hat, dass er seiner Frau nicht den Anteil geben konnte an diesen Möglichkeiten, nicht geben konnte, es nicht gemacht hat. Ne? Also er hat einfach gesagt, ich konnte nicht. Und jetzt kommt der Knüller. Gandhi stellte sich vor, die völlige Gleichheit der Menschen, die völlige gerechte Verteilung im Sinne der Kommune. Seine Ashrams sollten das Modell sein. Und das wollen sie wieder alle nicht. Die wollen nicht in solche organisch zusammenwachsenden Gemeinschaften. Die wollen ihren bürgerlichen Konsumindividualismus über die Runden bringen, aber nicht mehr mit diesen Unterschieden. Sie wollen, dass die Reichen abgeben müssen, diese Art von willkürlichen Konsumschwelgereien. Da wollen sie genauso Anteil dran haben. Sie wollen nicht mehr in soziale, verbindliche Gemeinschaften und hineinwachsen in eine solche Aufgabenstruktur oder Verteilungsstruktur. Das will so gut wie keiner. Deshalb kommen sie auch nicht in die Kommunen. Und deshalb ärgert es sie, wenn Gandhi das als den Weg beschrieben hat, auch zu echter gleicher Verteilung. Und deshalb versuchen sie ihm das anzukreiden, obwohl er etliche Mal gesagt hat, zum Beispiel zum Kastenwesen, er lehnt jede Privilegienstufen ab. Ihm geht es nur um funktionale Gruppen oder Aufgabenkulturen innerhalb einer Gesellschaft. Okay, aber das ist jetzt vielleicht gut, ne? Finde ich toll, dass wir da mal zu kamen. Wird viel zu wenig genau auf solche Dinge geguckt, sondern immer nur sich gegenseitig an den Kopf geschmissen, was man auch da wieder für Ideologiebilder sich so macht. Aber ja, kann gut anregend sein, hoffe ich, auch für das, was wir ja wollen, weil wir wollen nicht, dass alle nur in den Supermarkt rennen, dieselben Konsummenschen, wie sie heute sind, und jeder kann einfach alles rausnehmen, sondern wir träumen ja von einem Menschen, der eine organische Verantwortungs- und auch Sozialkultur und Entscheidungskultur dann auch schaffen will. Okay, damit lasse ich es und gebe weiter. Ja, vielen Dank. Verzeihung, hat lange gedauert, mich zu entstummen. Hochinteressant. Ich gebe einfach wieder weiter. Danke. Ja. Also genau, hochinteressant, gerade das mit Gandhi, dass er selbst auch eher an den Ashram, also an die Kommune dachte. Ja, bei Osho, Bhagwan, Sri Rajneesh, das hieß ja auch Ashram. Ja, und ich hatte ja dann auch die Kommune, die ich selbst hatte, dann, das war ja auch ein Ashram. Ne? Und der Punkt ist aber genau der richtige, den FF gerade eben gesagt hat. Die Leute haben ganz starke vorteilbringende Irrtümer im Kopf, weswegen die ihnen quasi nur den Weg der Konsumsucht bieten und deswegen sozusagen, lasst uns von den Reichen mehr Geld nehmen, damit wir genauso konsumsüchtig werden können wie die Reichen. Das ist dann der einzige Weg, der übrig bleibt. Und genau das ist ja der Punkt, dass der Hausarzt in der Gesundheitskommune und Louis, du musst dich auch verstehen wie so eine Art Hausarzt, der eine Kommune anleitet, ja, sozusagen, dass er den Menschen zeigen muss, dass sie viel glückseliger als durch eine Konsumsucht, die die ganze Erde zerstört und einen unendlichen Raubbau an der Erde darstellt, dass sie viel glückseliger werden können, wenn sie ihr Glück in den Mitmenschen, und ich habe es vorhin angedeutet, eventuell in den Hunden, in dem Zusammenleben auch mit Menschen und Hunden
sozusagen ihre Glückseligkeit finden können. Und dazu ist einerseits richtig natürlich, dass der Mensch als das denkende Tier, dass er richtiges Denken macht und in dem Sinne das Richtige entscheidet. Aber meine Anregung ist ja, es ist eben noch viel mehr als das richtige Denken. Es ist das, was ich bei Osho erleben durfte. Einen ganz großen Rausch durfte ich bei Osho Bhagwan Sri Rajneesh in Indien, in Pune erleben. Nämlich dieses faszinierende gemeinsame Musizieren und Singen an den Abenden. Ja, das heißt, wenn der Mensch gemeinsam, ja, ich jeden Tag gebe ich meine Konzerte, aber ich gebe sie ja im Prinzip alleine. Und ich weiß genau, wie viel glückseliger und erfüllender alles, was der Mensch tut, ist, wenn er es gemeinsam mit anderen macht. Ja? Also, ich kann alleine joggen. Aber wenn ich mit anderen gemeinsam Sport mache, entsteht der Spielrausch und es ist ein, und wenn es nur beim Tischtennis das zu zweit oder zu viert das Doppel dann ist, ja, es entsteht ein Spielrausch des gemeinsamen Machens. Also im gemeinsamen Permakultur machen liegt die Glückseligkeit. Und jetzt gehe ich ja in meiner Anregung noch ein Stück weiter, indem ich sage, auch das Gemeinsame muss beglückender sein als das, was die Menschen zu Hause in ihrer Kleinfamilie haben. Denn warum soll sich ein Mensch für die Kommune entscheiden, wenn die Kommune ihm nicht einen glückseligeren Weg auch vorlebt? Ja, zum Beispiel, wir haben ganz viele Hinweise in der Wissenschaft, dass die Menschen in der monogamen Beziehung offensichtlich nicht gut klarkommen, dass viele zu Seitensprüngen neigen und da immer wieder nicht bewusst, aber immer irgendwie doch die Kommune suchen. Das Meer suchen, das Meer. Und deswegen, meine Anregung ist ja, dass man in der Kommune, in verschiedenen Kommunen auch experimentieren sollte mit unterschiedlichen Versuchen, auch vorteilbringende Irrtümer der Körperfeindlichkeit anzusprechen und zu gucken, ob dann nicht auch ein liebevolles Miteinander entstehen kann. Ich glaube, es ist jemand abgestürzt, ne? Oder? Ja, ich bin auch da. Also ich schätze mal, dass es Louis ist. Dann wählen wir uns schnell alle ein. Ich mache gerade mal die Maschine kurz auf Pause. Können wir machen, weil wir haben jetzt sowieso 6:46. Also in ein paar Minuten würden wir sowieso alle abstürzen. Ja, ich mache die Maschine. Ja, also Tischtennis. Also dieses Miteinander gemeinsam etwas machen in der Kommune, das kann aber auch so weit gehen, wie gesagt, bis hin, dass eben meine Anregung ja ist, darüber nachzudenken und zu gucken, nach vorteilbringenden Irrtümern in den Köpfen der Menschen zu gucken und die eventuelle abzubauen, die eben so quasi daraus bestehen, aus den vorteilbringenden Irrtümern, die uns alle nur monogame Liebesbeziehungen erlauben wollen. Ja, also die Bonobos kennen ja keine Monogamie. Die sind polybisexuell. Ja, das heißt, die leben eine Gruppenehe, eine Kommunenehe. Die sind alle quasi in einer Kommunenliebe oder Kommunenehe. Da gibt es keine Monogamie. Und meine Anregung ist ja, dass wir Hinweise haben, dass der Mensch eventuell die ähnliche Genetik haben könnte. Und das würde dann wieder bedeuten, dass er seine höchste Glückseligkeit auch darin findet, wenn die Leute eine Form der Liebe in der Kommune finden, die sie eben zu Hause in der kleinen Familie nicht haben. Weswegen sie dann sagen, hier, liebe Kleinfamilie, lass uns doch mal probieren, uns in diese Kommune hineinzubegeben.
weil wir dann alle glückseliger sind und nicht das Dilemma haben, dass dann die Frau fremd geht und dann der Mann fremd geht und dann wieder mal die Frau fremd geht und dann der Mann fremd geht und sie aber doch trotzdem immer alle mit dem Stress und dem schlechten Gewissen rumlaufen, weil sie sollen ja angeblich ja doch monogam sein, ja, und so weiter. Ja, das sind aber so Anregungen, die man da diesbezüglich haben kann. Aber was ich noch sagen wollte, ist also ich fasse das nochmal zusammen. Kommune bedeutet im Miteinander denken, das Richtige zu tun, aber auch im Miteinander handeln, das Beglückende miteinander zu tun. Ja? Und das mit der Musik war ein schönes Beispiel, dieses gemeinsame Musizieren und Tanzen und Singen bei Osho, das war ein ganz prägendes Erlebnis, was für ein Rausch das sein kann, dieses Miteinander. Und was es einfach bedeutet, mit mehreren gemeinsam zu tun. Ja? Und dann nochmal zu FF. Ich nenne das ja Verantwortungsbildung. Also FF-Strategie würde ich ja so zu verstehen, also unter dem Begriff Bildung Richtung Verantwortung oder Verantwortlichkeit. Verantwortungsbildung, kurz gesagt. Und das Ergebnis der Verantwortungsbildung ist, dass die Menschen Gutes tun. Und unsere politischen Reformen, die ja nur Notlösungen für den Übergangsweg hin zur Kommunenwelt sind, gilt, die positiven Anreize oder positiven Verstärker helfen den Menschen, Gutes tun zu können, weil sie eben wirtschaftlich auch damit leben können, wenn sie zukünftig Gutes tun. Ja? Und wenn dann in der Kommune gelebt wird, braucht es eigentlich keine positiven Anreize mehr oder keine positiven Verstärker, keine Leckerli mehr, quasi keine Futterstückchen als Belohnung, keine Leckerli mehr. Aber unser Gedanke ist, unsere Anregung ist, Vorsicht, sobald dann wieder Tauschhandel plötzlich praktiziert wird in der Welt der Kommunen, dann muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil dann ist dann wieder die verständige Versuchung im Raum, wenn ich Schlechtes tue, kann ich mehr profitieren, als wenn ich weiterhin Gutes tue. Denn wir müssen uns ja auch fragen in der Evolution, wie kam es, dass ein Kommunentier wie der Mensch weggekommen ist von der Kommune und zu diesem brutalen, patriarchalen Raubtierkapitalismus geworden ist und zum Konsumsüchtigen, der sein Glück als einziges in dem Ziel sieht, noch mehr Geld, damit ich noch mehr alleine konsumieren kann, anstatt in der Kommune zu leben. Ja, eben, weil eben ab der Erfindung des Tauschhandels dann es für jeden Menschen eine Versuchung darstellt, sozusagen den Weg zu gehen, über vorteilbringende Irrtümer das Kommunenleben zu zerstören, die Fähigkeit zum Kommunenleben zu zerstören und dann den Menschen Konsumsuchtgüter zu verkaufen als Ersatzbefriedigung. Und insofern sage ich also, ja, in der Kommune selbst brauchen wir keine positiven Anreize, keine Leckerli. Aber sobald der Tauschhandel praktiziert wird, besteht diese Gefahr immer. Denn es ist ja die unklare Frage, wie konnten wir aus dem Paradies herausfallen, wo wir doch damals glückselig waren? Und wir hängen ja an der These, es war die Erfindung des Tauschhandels. Also Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung schaffen plötzlich die Versuchungssituation, dass Schlechtes tun Profite bringen kann und vor allem schaffen sie die Situation, dass Irrtümer sich plötzlich als vorteilbringend erweisen und dass über die Irrtümer die Kommune zerstört wurde. Ja, also die Frage ist, warum hat damals das vernünftige Denken der Menschheit vor 400.000 Jahren oder vor 140.000 Jahren, ganz genau können wir es nicht auf den Tag eingrenzen, wann das war, warum hat damals das vernünftige, liebevolle Kommunenleben keine eigene, genügende Kraft gehabt,
um gegen die Entwicklung, die durch die Erfindung des Tauschhandels eingeleitet wurde, bestehen zu können. Also warum war die Kommune, die ja damals absolut liebevoll und befriedigend und beglückend war, warum war diese Strahlkraft nicht ausreichend genug, stark genug, um gegen die neuen Mechanismen, die durch die Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung aufkamen, bestehen zu können? Und da fürchten wir, dass die Antwort darauf nur eine am Ende ist, weil es Tauschhandel an sich etwas Gefährliches ist, das wie Sprengstoff auf alle Kommunen gewirkt hat, weil Tauschhandel kann nur funktionieren durch positive Anreize, also durch Leckerli. Das ist ja sozusagen, weil Tauschhandel an sich die ständige Versuchung ist, zerstöre die Kommune und verkaufe den Leuten Konsumsuchtgüter. Und diese ständige Versuchung, die hat irgendwann gesiegt. Also da wäre ich jetzt auch gespannt auf die Antwort von Öff. Warum sind wir damals aus der glückseligen Kommune rausgefallen, obwohl wir doch alles eigentlich hatten? Wir hatten doch den Naturzustand und den paradiesischen Zustand. Und wir sagen, es lag an der Erfindung des Tauschhandels und dass wir nicht verstanden haben, dass wir ab dem Moment hätten positive Anreize setzen müssen. Und ich bin gespannt, wie Öff das jetzt erklärt, dass wie sind wir aus dem Paradies herausgefallen? Ich gebe weiter. Wir hören noch nichts. So, jetzt müsste es jetzt hier hören gehen. Wir. Jetzt hören wir. Ja, ausgezeichnet. Also bevor ich auf die Gefährdung durch den Tauschhandel und auf die Frage, warum wir aus dem Kommuneparadies schon mal rausgefallen sind, eingehe, wollte ich erst noch den Punkt, den wir vorher auch jetzt besprochen haben, ansprechen nochmal, die Ganzheitlichkeit. Wo du gesagt hast, Dylan, dass es ganz wichtig ist auch oder dir sehr wertvoll war, das zu sowas wie dem gemeinsamen Denken oder dem Rausch des gemeinsamen richtigen Denkens, auch das gemeinsame Handeln, das Singen, das Sport, das sich bewegen, dazu kam. Das ist völlig richtig. Also ich glaube, dass die Ganzheitlichkeit natürlich all das andere auch umfasst und dass in so einer Kommune, wenn sie denn entsteht, das Gesamtbild strahlt, ne? Also einschließlich auch Sexualität. Also ich finde ja die Bonobo-Vorstellung ganz attraktiv, ganz super. Aber ich achte halt, oder ich versuche danach zu schauen, was ist die tiefste Wurzel von allem. Ich habe letztens mal, fand ich ganz klasse, ein esoterisches, in Anführungszeichen, Video in YouTube gefunden, wo so Aktuarier, oder wie sie hießen, eine Botschaft an die Menschen gesagt haben. Und die Aktuarier haben gesagt, Leute, wir haben keine Körper. Wir möchten euch vermitteln, was bei euch vielleicht genauso wie bei uns das sein, was trotzdem glücklich macht. Also und bei uns können es keine Drogen sein. Bei uns kann es kein Sex sein. Also all diese Lösungskonzepte scheiden aus. Was kann übrig bleiben? Es bleibt übrig die geistige Erfüllung in der Wahrheit. Es bleibt die liebevolle Verbundenheit, die man spürt. Also eine Dimension, die auch schon funktioniert, ohne dass wir den Körper überhaupt bräuchten. Und ich glaube, das ist faszinierend, weil das ist wirklich so eine Dimension, eine Möglichkeit des Menschseins, die ist der Hammer. Also, und ich glaube, sie ist die Wurzel auch für alles andere. Also eben, dass wir Geistwesen mit unserer Vernunftseele sehen, das ist unser höchstes oder unser spezifischstes Wesen auch. Das ist der dickste Quell des Glücks in uns. Und dann schließt das aber die anderen Dinge ja gerne mit ein. Das ist ja dann nicht eben ein exklusiver Verdrängungsanspruch der Vernunft gegenüber anderen Dimensionen, das auszuleben, sondern die Vernunft ist dann nur der Regisseur, der allem anderen seinen passenden Platz gibt. Aber es kann dann unterschiedlich ausfallen. Also das, was ich wichtig finde, ist noch, wenn man dann
Konzepte auch für Kommuneleben entwickelt, dass man dann in den Einzelheiten nicht zu eng wird. Also dass man quasi sagt, also alle Menschen, die im Rausch der Vernunftseele zu uns kommen, super, und sie können herkommen und hier ihren organischen Platz finden. Und gerade dadurch, dass jeder seinen organischen Platz finden kann, ist das auch schon wieder tolles Strahlen. Und dieses jeder findet seinen Platz kann sehr Unterschiedliches bedeuten. Also wir hatten ja in unseren Gesprächen auch schon mal die Frage, muss man denken, dass die Kommune so wilden Sex und freie Sexualität und was weiß ich hat? Muss es bonoboartig sein? Oder könnte die Weiterentwicklung des Menschen als geistiges, seelisches Erleuchtungswesen, könnte das auch bedeuten, dass da eben Männer und Frauen einfach sich zusammensetzen und meditieren? Und die brauchen jetzt nicht viel anderes, singen, tanzen, hüpfen, Sex. Ein lustiges Bild ist, es gibt ja Religionen, die stellen sich sogar das Paradies so vor, quasi, dass man da aufwacht auf einer Wiese, wo dann die unzähligen schönen Jungfrauen rumlaufen und man kann sich ausleben. Da hat mir schon mal ein vergeistigter junger Mann hat gesagt, kann es denn im Paradies auch möglich sein, dass ich mich mit einer Frau einfach hinsetzen und ein Buch lesen will? Also es ist wichtig, dann einfach diesen Spielraum zu haben, dass vielleicht das dann unterschiedlich dosierte Formen von Glückserfüllung hat. Aber für alle, also ich glaube, es wird für keinen Menschen mit seiner Vernunftseele so sein, dass das Glück an diesem sich identifizieren mit der Vernunftseele und dem höchsten Rausch darin vorbeigehen könnte. Ja, das mal zur Ganzheitlichkeit. Dann mit dem Tausch, da stimme ich dir völlig zu, Dylan. Und ich glaube, das Gift des Tausches, wenn man es mal auf den absoluten Kern fokussiert, liegt darin, dass der Tausch ja eben etwas, was man tut, in Rechnung stellt zur direkten Vergeltung, die man bekommt. Und das ist der Gegensatz zu einer organisch-ganzheitlichen Betrachtungsweise oder Logik. Denn die Zelle im Körper verrechnet nicht das, was sie tut, mit dem, was sie bekommt, sondern organisch richtig kann es sein, gesteuert durch das gemeinsame Zellprogramm fürs Ganze in allen einzelnen Teilen. Es kann richtig sein, dass man selbst etwas tut und auf jeden Fall da an der Stelle nichts zurückbekommt und auch schon gar nicht eine gleichwertige Vergeltung, sondern dass das, was man selbst bekommt, von ganz anderen Stellen und in ganz anderem Maße kommt. Lieblingsbeispiel für mich sind ja die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, deren Aufgabe darin besteht, hinzugehen und Krankheitserreger zu fressen und mit ihnen ausgeschieden zu werden. Sowas geht nicht nach Vergeltungslogik. Sowas geht nach gemeinsamer Wesensprogrammlogik, wo alles sich einfach danach richtet, was ist im Ganzen stimmig, was ist da das Richtigste. Und das wird getan. Und das hat seine Erfüllung schon in sich, also wie ich schon sagte, das ist intrinsisch. Da gibt es keine äußeren Belohnungen für, sondern es hat seinen Wert in sich, sein Glückserleben in sich, seinen Rausch in sich. Und also insofern ist der Tausch sofort das Gift. Er bringt den verkürzten Blick, diese Splittervergeltung, an die Stelle des Versuchs ganzheitlich zu schauen und da auch im Sozialen eine solche Art von Vergeltung sich vorzustellen. Anderes Bild, womit man das gut veranschaulichen kann, ist, es gibt ja die Vögel, oder es gibt überhaupt die Frage, warum kümmern sich Eltern um ihre Kinder? Und da gibt es ja die Logik, es gibt kein echtes Schenken, keine echte Uneigennützigkeit. Die Eltern kümmern sich um ihre Kinder, damit sie im Alter auch von denen versorgt werden. Netter Gedanke, aber zumindest im Tierreich, mal abgesehen davon, dass die meisten Eltern sagen würden, das stimmt nicht, das beschreibt nicht unsere Motivlage. Und wir gehen mit unseren Kindern vielleicht auch so um, dass sie am Ende frei sind und uns auch gar nicht versorgen müssen. Aber noch besser ist es zu veranschaulichen, also dass da eine andere Logik fürs Leben so sich hinzugeben und fürs Leben zu lieben und zu geben, drinstecken kann. Die Vögel zum Beispiel versorgen auch ihren Nachwuchs und es gibt keine Altenversorgung dabei. Das heißt, das ist eine Elternliebe, die eben die Liebe in dem Moment ist und nicht wegen der Belohnung, die es dafür gibt. Ist natürlich jetzt mit dem Instinktmechanismus eine andere Liga auch wieder zum Teil, aber als Veranschaulichung, was das für eine Einstellung sein kann und dass es eben nicht darum geht zu überlegen, wann kriege ich dann später was zurück, sondern dass es dieser Dienst am Ganzen ist, wo man sich in der Verschmelzung mit dem Ganzen am meisten beglückt und belohnt oder bereichert fühlt. Und damit zur Frage, warum sind wir rausgerutscht aus diesem Kommune-Stand, Kommune-Glück, was es schon gab?
Also ich glaube, dass es die aufgeklärte Kommune noch nicht gab und dass es diese aufgeklärte Kommune bräuchte, um eine stabile Kommune überhaupt leben zu können, weil da eine Eigendynamik halt frei wurde mit den Menschen, die aus der Instinktprägung so raus sind. Ich beschrieb das schon mit den Flaschengeistern. Und dann war es so, stellen wir uns jetzt mal vor, da lebten die damals in so einer bonoboartigen Kommune noch. Wodurch wurde sie zerrissen? Also das eine ist eben, diese Flaschengeisterlogik ist ja, ich versuche meine Einzelmotive, meine Splittermotive jetzt maßlos und pervers auch auszuleben. Meine Vernunft mache ich zum Werkzeug, um das möglichst ausreizen zu können. Aber ich zügle mich nicht mehr im Sinne jetzt einer aufs Ganze schauenden oder sozial ausgeglichenen gleichen Verteilung. Das zerreißt Kommuneleben. Dieser innere Prozess im Menschen macht kann Kommuneleben einfach kaputt machen dann. Auch indem man eben guckt, ich will möglichst viel für mich raffen oder ich fange an zu tauschen. Also all das zerstört die ganzheitliche Logik, die Liebeslogik. Das zweite ist, dass es einfach geistig erheblich einfacher ist dann, also auch für die Vernunft, ne? Auch wenn die Vernunft sich sagt, ja, ich mache mich zum Werkzeug, auch jetzt der Instinkte, der Restinstinkte, ist doch sehr einfach, ist nicht anstrengend. Also der Geist, der in uns Menschen da entstanden ist, ist eine Arbeitsaufgabe. Der ist ja nicht einfach da. Da ist nicht wie ein Instinkt plötzlich eine Steuerung, ein Steuerungsmodul durch ein anderes ausgetauscht, sondern das ist ein kreativ auszugestaltendes und auszuarbeitendes Steuerungsmodul. Und dementsprechend zu sagen eben, naja, ich mache mir nicht viel Gedanken, ich folge jetzt einfach auch hier der Logik, wie kann ich möglichst viel für mich raffen oder Vorteile auch auf Kosten der anderen einsammeln. Oder auch, also ich denke, irgendwelche Konzepte mit, auch fürs soziale Leben, also bis heute ist das dann auch sogar bei den Alternativkonzepten aus meiner Sicht immer noch das, was es nicht tauglich macht, wenn ich nicht so angestrengt zu Ende denke und habe irgendwelche Konzepte wie, ja, der Sozialismus sorgt dafür, dass wir alle in den Supermarkt gehen und nehmen einfach, das ist doch alles einfacher. Das ist doch alles bequemer, als dann zu Ende zu denken oder aufs Ganze zu denken. Also irgendwelche billigeren Reformkonzepte, die sich leichter konsumieren lassen, kommen leichter an. Also zumindest die Gefahr ist groß, weil eben das andere würde Arbeitsschritte erfordern. Und ja, wer macht sie? Und damit komme ich zum dritten Punkt. Es gibt für das Sprengen der Kommunen eine machtstrategische Vorteilsgefahr. Denn stellen wir uns vor, da ist diese liebevolle Kommune und einer geht jetzt hin und fängt an, ja, also für sich die Vorteile einfach in Kauf zu, also an sich zu nehmen, täuscht den anderen was vor oder so, oder er fängt sogar an, eine Klüngelpartei zu bilden. Wir können die anderen unterwerfen hier, wir tun uns zusammen, dann sind wir die Herrscher hier, wir brauchen nicht mehr viel Nahrung anzuschleppen, zum Beispiel um die schönsten Frauen zu haben, ne? Wir haben dann die Gewalt, die Macht übernommen und wir regeln das einfach so. Ist doch viel weniger Arbeit. Nicht ständig sich bewähren müssen, um die besten Frauen zu haben, sondern wir haben die anderen unterjocht, haben die Macht übernommen und jetzt machen wir das doch einfach als die Herrscher. Und das ist bis zu Max Weber und anderen, also jetzt was die Machtstrategie angeht, die Herrschaftsstrategie im menschlichen Sozialkontext, ist das eine ganz spannende Frage, ob man sagen kann, das, was sich im Moment, und sei es mit der Faust oder mit den brutalsten Mitteln durchsetzt, hat Vorteile gegenüber Leuten, die nach langfristiger Vernunft gehen würden und hätten vielleicht da die Skrupel sogar auch im Moment so richtig dagegen zu halten, gegen die Augenblicksgewalt. Wenn die Augenblicksgewalt sich durchgesetzt hat, kommt das nachhaltige Denken halt nicht mehr zum Zuge. Es ist halt, es kann in den Knast gesperrt werden, in den Kerker oder kann erschossen werden. Und dann bleibt eben diese Augenblicksmachtergreifung übrig als das, was evolutionär oder sozial entwicklungsmäßig den Vorteil hat. Und ich glaube deshalb, dass eine Kommune, die jetzt wirklich funktionsfähig würde und die es auch schafft, diese Probleme zu bewältigen und dann doch stärker zu sein als die einfacheren und verhängnisvolleren irrtümlichen Vorteilsstrategien, das kann nur die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune sein, die zum Beispiel eben sieht, die Flaschengeister
Es ist geistige Reife, seine Flaschengeister geordnet in die Flaschen bringen zu können. Es ist zwar vielleicht einfacher, im Moment hier die anderen zu unterdrücken und sich zum Herrscher zu machen. Es ist aber eben nicht für die soziale Gemeinschaft und auch fürs eigene Glück im Endeffekt. Also man lebt dann nicht mehr mit den, auch wenn man die nette Frau dann sich heranziehen kann. Es ist Sklaven, die Liebe zu Sklaven oder Sex mit Sklaven und nicht mehr mit gleichberechtigten Mitmenschen. Also diese Erkenntnis, dass die Ganzheitlichkeit geistig eben reicher ist und insgesamt im Leben reicher ist, weil die Vernunft strebt eben nach Sinn im Ganzen, ne? Nicht nur einmal um die Ecke denken und dann ist da die Mauer oder baut man dann die Mauer. Und was die machtstrategische Vorteilsgefahr angeht, das ist die größte Herausforderung, glaube ich, weil eine gewaltfreie Strategie müsste im Umgang mit denen, die auf gewaltsame Augenblicksdurchsetzung bauen, eine Umgangsform entwickeln, die entschärft. Nicht unbedingt, dass sie jetzt da mit wehender Fahne gleich auch mit in die Kommunen kommen, sondern in dem Sinne, dass sie die Entwicklung, also die Entwicklung hin zu den Kommunen und den Bestand der Kommunen eher schützen würden, als sie platt zu machen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Es wäre ein sehr, ich sag mal, ja auch durchsetzungsstrategisch anspruchsvoller, aber möglicher Weg. Und ein Beispiel, wie es ungefähr so gehen könnte, ist für mich ja der heilige Johannes der Täufer. Der wurde damals ja von Herodes dann ins Gefängnis gesetzt und alle sagten, bring jetzt hier den Täufer um. Und Herodes hat es nicht gemacht. Herodes ging ab und zu runter in den Kerker und sprach mit Johannes dem Täufer, ging immer wieder sehr bedacht weg von da und fühlte sich oft nicht wohl mit dem, was er hörte. Aber er wollte darauf nicht verzichten. Er hat sich ganz lange gesträubt, bis am Ende seine Frau die hübsche Tochter tanzen ließ und er dann im Rausche wieder der Verzücktheit wegen des Tanzes gesagt hat, ja, ich gebe dir alles, was du willst. Und dann wollte sie halt den Kopf des Täufers auf einem silbernen Tablett. Das müssen wir weiterentwickeln. Wir müssen, deshalb auch meine Liebe zu solchen Sprüchen wie, du musst den Menschen immer die Wahrheit sagen, musst du ihnen so sagen, dass sie ihnen gefällt. Wenn der größte Diktator vor mir stünde und holt schon aus mit seinem Schwert, dann käme es gut darauf an, dass ich schaffe, so mit ihm umzugehen, dass auch wenn er Diktator bleibt, er das Gefühl hätte, hol, wenn ich den am Leben lasse, macht's mehr Spaß oder hat's mehr Vorteile, als wenn ich den kille. Genauso wie, wenn ich den jetzt seine Kommune machen lasse, ja, ist eigentlich nicht nachteiliger für mich, hat eigentlich in einer bestimmten Weise betrachtet eher Vorteile, wenn ich es mache, als wenn ich das dulde, als wenn ich es platt mache. Und ich habe ja am Anfang schon beschrieben, ich glaube, die Logik der Menschheitsgeschichte wird so sein, dass wir nicht im Moment hoffen können, dass wir die Willkürregie sofort auf die volle Verantwortungsregie umstellen. Aber wir haben Aussichten, glaube ich, dass wir auch gegenüber denen, die da Willkürregisseure sind, einen Anteil der freien Vernunft und Verantwortungs- und Naturkommunen als ja reizvoll genug auch erscheinen lassen können, um das bestehen zu lassen. Und am Ende wird die Magie der reinen vernünftigen Problemlösung, und wenn es durch die Algorithmen halt dann ist, das Steuerruder übernehmen können, weil irgendwann die Augenblicksdurchsetzung mit der ganzheitlichen Nachhaltigkeit übereinkommen muss. Also es hat schon Gandhi gesagt bei der Atombombe, und es gibt ja noch viel mehr als die Atombombe. Er hat gesagt, wenn die Augenblicksdurchsetzung mit allein durch die Waffen, die dann da gezündet werden können, bedeutet, dass es keinen Vorteil mehr im Ganzen hat, sondern wir sind so mächtig geworden, dass wir das, was wir im Augenblick machen, aufs Ganze anschauen müssen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, die Augenblicksdurchsetzung mit dem im Ganzen Vertretbaren oder Sinnvollen in Einklang zu bringen, dann geht das voll schief. Also diese Logik führt am Ende dazu, oder muss am Ende dazu führen, dass die reine Überlegung, was löst Probleme am besten, das bestimmende Motiv überall wird. Ja, habe ich mir viel gequatscht? Ich gebe weiter. Ja, wieder hochinteressant. Danke, ich gebe auch weiter. Ja, also, wichtige Punkte. Ja, also ich werde mich jetzt mal ein bisschen auf die Beschreibung des berühmten, weltberühmten Professors Franz de Waal
so wie er in seinem Buch, zum Beispiel Bonobos, 2000 ungefähr ist das erschienen, den Bonobo-Schenker-Kommunismus beschrieben hat. Bei ihm sind solche Worte gefallen wie, die praktizieren ja Make Love Not War und das funktioniert auch noch und das ist ja irgendwie matriarchale Hippie-Affen und so weiter. Ne? So, wie hat er das beschrieben? Dass das Schenken in der Kommune, auch der Bonobos, ist immer Gutes tun. Also das Schenken in der Kommune ist voll verantwortlich. Ja? Warum aber auch? Es ist unterstützt auch die, durch die genetischen Gegebenheiten in dieser Kommune. Kein Bonobo-Mann weiß, wer der Vater welches Kindes ist, weil die Bonobo-Frauen mit allen Männern in der Kommune und mit allen Frauen in der Kommune in sexuelle Aktivitäten verwickelt sind. Und dadurch weiß niemand, wer der Vater welches Kindes ist. Es kann also sich kein genetisches Programm rausgebildet haben, irgendwie bestimmten Kindern giftige Nahrung zu schenken und anderen Kindern, den eigenen Kindern, gesunde Nahrung zu schenken. Solche Programme sind in solch einer Konstellation nicht möglich. Also ist die Tendenz der schenkenden Männer in der Kommune, dass sie den Frauen und Kindern, und da sie ja mit allen Frauen in Liebe sind, schenken sie allen Frauen und Kindern in selbstloser Weise, aber eben auch ein bisschen genegoistisch sozusagen, schenken sie ihnen alles und zwar immer nur Gesundes. Dadurch entsteht also keine Dynamik irgendwie einer krankmachenden Ernährungsindustrie mit krankmachenden Kunstprodukten und so weiter, weil nämlich sozusagen das Verhältnis einfach so ist, ich als Mann schenke allen Kindern gesunde Nahrung, weil jedes Kind könnte mein einziges genetisches Kind sein. Also muss ich allen Kindern gesunde Nahrung schenken. Ich bin mit allen Frauen in Liebe, also schenke ich auch denen gesunde Nahrung. Denn die kriegen ja meine Kinder und dafür müssen sie auch, die Frauen, auch alle gesund ernährt werden. Also das heißt, dieser Bonobo-Schenker-Kommunismus hat allein auch aufgrund der genetischen Konstellationen, die da herrschen, besteht ausschließlich aus Gutes tun. Da gibt es nichts, kein schlechtes Tun. Weil es kann es gar nicht geben, weil jedes schlechte Tun würde die Gefahr in sich birken, die Mutter meines nächsten Kindes zu schädigen oder mein eigenes genetisches Kind zu schädigen. Also gibt es in diesem Bonobo-Schenker-Kommunismus gar nicht die Möglichkeit zum Schlechtes tun. Und jetzt ist aber der Punkt, dass der Fernhandel, und der Fernhandel wird angegeben von den Professoren, von den unterschiedlichen Professoren außerhalb des Weltrates, der eine sagt, Fernhandel wurde vor 300.000 Jahren erfunden, der andere Professor, der Friedemann Schrenk, sagt, das wurde vor 140.000 Jahren erfunden. Also irgendwo dazwischen wurde der Tauschhandel erfunden, kurz gesagt der Fernhandel. Und der hat alles grundsätzlich geändert. Weil nämlich jetzt, wie Öff richtig gesagt hat, plötzlich so ein Interesse ist sozusagen so in dem Geschäft und so weiter, da das entwickelt eine eigene Dynamik. Und ich habe jetzt für die Zuschauer hier das Bild der MEMGEAT, der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik hier. Und ich zeige den Zuschauern jetzt sozusagen, und da schließt sich dann die Brücke zu dem, was ich ganz am Anfang erzählt habe, nämlich mein persönlicher Selbsterkenntnisweg, wie ich sozusagen persönlich erkannt habe, wie ich den vorteilbringenden Irrtümer der Angst vor Körperkontakt erworben habe, also diesen vorteilbringenden Irrtümer, Körperkontakt ist irgendwie schlecht und schmutzig, und ihr erinnert euch an meine Angst vor mich den geliebten Mitschülerinnen annähern zu können und so weiter und wie verklemmt ich da war und wie ängstlich ich da war, weil ich diesen vorteilbringenden Irrtum irgendwo geglaubt habe.
und übernommen habe. Und weil ich natürlich auch gespürt habe, dass die anderen auch diesen vorteilbringenden Irrtum im Kopf hatten. Ne? Und da schließt sich der Kreis zu meinem persönlichen Selbsterkenntnisweg. Also, wir haben den ersten Ferntauschhändler, der noch in der Wahrheit ist und der sagt, ja, lebt wunderbar, dass ihr in eurer tollen Kommune so glückselig miteinander lebt, da habt ihr starke Immunsysteme und so weiter und ich liefere euch nur naturbelassene Nahrung, denn alles andere würde euch, würde eure Gesundheit schädigen. Dieser Händler hat aber paradoxerweise geringere Überlebenschancen als der erste sich irrende Frühhändler. Also nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sagt man ja, kommt es auch nicht nur zu genetischen Irrungen, also Mutationen, sondern auch zu geistigen Irrungen, also zu Irrtümern. Ja? Und da der erste Händler, der erste Fernhändler, der erste Ferntauschhändler, der also jetzt quasi die Geschichte erzählt, ja, nee, dieser ganze Körperkontakt, der ist eklig, der macht euch krank, der ist widerwärtig und ihr müsst damit aufhören, das ist ja schrecklich und schlimm. Und gerade eben habe ich eine Fernsehsendung gesehen, da wurde gezeigt, dass ein Menschenkind, das zusammen mit einem Schimpansen aufwuchs, anfing plötzlich schimpansisch zu reden. Weil wir Menschenkinder im Gegensatz zu dem Schimpansen total auf die Übernahme der Botschaften unserer Artgenossen geeicht sind. Und auch totale Nachahmung. Das hat ja der berühmte Psychologe Bandura, Albert Bandura und Walters, diese berühmten Psychologen, haben das ja entdeckt, dass der Mensch eine ganz ungewöhnlich und erschreckend starke Tendenz zur Nachahmung anderer hat. Und der Schimpanse, der eher gewohnt ist, dass seinen Artgenossen nicht vertrauen zu können, der führt eher so sein Eigenleben. Der orientiert sich nicht so stark an den Artgenossen. Aber das Menschenkind fing dann an, quasi schimpansisch zu reden. Man musste den Versuch dann abbrechen, weil das Kind sich dazu entwickelt hat, ein Schimpanse zu werden. Es fing auch an, auf vier Beinen zu laufen, obwohl es schon längst aufrecht gehen konnte. Es fing an, auf vier Beinen zu gehen, weil es nämlich durch sein genetisches Programm alles zu übernehmen, was die Artgenossen bringen, sozusagen dann in der Gefahr stand, zum Schimpansen zu werden und nicht der Weg bestand, dass der Schimpanse zum Menschen würde, was man rausfinden wollte, ob das geht. Und genau das ist der Punkt, denn in der Konstellation, die ich vorhin als den Bonobo-Schenker-Kommunismus in der Prägung von Professor Franz de Waal geschildert habe, kann es nur gutes Tun geben. Und wenn es nur gutes Tun geben kann, dann ist auch ein genetisches Programm, einfach alles von den Artgenossen zu übernehmen, auch vollkommen sinnvoll. Deswegen ist der Mensch so ein Herdentier und auch so ein Mitläufer, so ein Milgram-Experiment-Anfälliger, so ein Asch-Experiment. Solomon Asch, der hat dieses Konformitätsexperiment gemacht als erster, ja? Und Milgram-Experiment und Asch-Experiment sind ja die großen Konformitätsexperimente, die Herdentier-Experimente der Menschheit, ja? Und der Professor Franz de Waal liefert uns quasi die Erklärung dafür, warum es eben in Ordnung ist, warum der Mensch damit leben konnte, dass er ein genetisches Programm entwickelt, alles zu übernehmen von anderen. Sogar das Kind anfing, ein Schimpanse zu werden, weil es eben genetisch programmiert ist, einfach alles zu übernehmen, was es häufig um sich herum hat. Und dann war das Kind auf dem Weg, leibhaftiger Schimpanse zu werden. Und genau das ist der Punkt. Wenn jetzt dieser erste Tauschhändler erzählt, dass Körperkontakt schlecht ist und dass also dieses Kommunenleben schlecht ist und irgendwie ganz ungünstig ist, dann fingen die Leute an, wirklich mit der Kommune aufzuhören. Die wurden durch solche Geschichten dazu gebracht, die Kommune aufzugeben. Und dann wurde der Händler dadurch belohnt, dass die Leute kaufsüchtig wurden und ihm seine künstlichen Nahrungsprodukte abkauften, die durch Ackerbau und Viehzucht erzeugt worden waren. Ja? Und später dann. Ja?
Und das ist die Dynamik, die da, die dann man in der Biologie dann vermutet, dass eben dass die Kommunen zerstört wurden durch die ersten Irrtümer der ersten Ferntauschhändler und dass dann diese Irrtümer sich als vorteilbringend erwiesen haben, weil die Menschen ohne die Kommune einen Glücksmangel hatten und deswegen konsumsüchtig, esssüchtig wurden, wie ich selber. Ja? Ich habe quasi das, was in der Evolution abgelaufen ist, am eigenen Leibe als Kind erfahren. Da trifft sich der Selbsterkenntnisweg mit dem wissenschaftlichen Weg bei mir. Ne? Und ich habe quasi in meiner Kindheitserfahrung dasselbe durchlitten, was damals die Kommunen durchlitten haben, nämlich die Verteufelung des liebevollen Miteinanders und dann das Erfolgsrezept: je mehr ich solche Geschichten erzähle als Händler, desto mehr kann ich den Leuten verkaufen und desto mehr, ja, und dadurch wurde dann die ganze Menschheit konsumsüchtig und betreibt einen unendlichen Raubbau an der Erde, den die Erde nicht überleben wird, wenn es so weitergeht. Ne? Ich hoffe, dass das nochmal deutlich geworden ist, wie bei mir in meinem Kopf sozusagen das Ganze eine Einheit bildet. Ja? Und diese Einheit kombiniert sich sehr gut in der Doppelschienigkeit, nämlich dass ich deswegen sage, mir ist es gleich, ob die Welt besser wird, indem jetzt lauter funktionierende Kommunen entstehen, die auch an diesen Punkt kommen, sich von diesen vorteilbringenden Irrtümern der Ferntauschhändler zu befreien, sozusagen, oder ob über die positiven Anreize es zu den Hausarzt-Gesundheitskommunen kommt und der Hausarzt dann die Kommunenentwicklung flächendeckend einführt, sozusagen, in Deutschland. Das ist mir egal, sozusagen. Das sind die beiden, das ist die eine Doppelschienigkeit. Und die doppelte Doppelschienigkeit ist ja eben der Weg, dass ÖFF jetzt sagt, ja, wir müssen eben auch wirklich gezielt Verantwortungsbildung machen. Wir müssen mit den Leuten in Richtung der Entwicklung der Verantwortlichkeiten arbeiten. Und wir sagen nur, ja, aber es gibt eben Situationen wie die Erfindung des Ferntauschhandels, wo man das vielleicht noch unterstützen kann durch positive Verstärker, positive Anreize oder Leckerli, sodass man das den Leuten leichter macht, beim Gutes tun zu bleiben. Ne? Und ja, ich hoffe, das war jetzt nochmal nachvollziehbar, in welcher Welt ich halt lebe. Ne? Ich gebe weiter. Ja, herzlichen Dank, Dylan. Ja, also die Konzepte, auf die wir da auch bisher in unserem Gedankenaustausch der letzten Monate so gekommen sind, und die gerade sowas wie diese doppelte Doppelschienigkeit, finde ich super, finde ich faszinierend, finde ich zutreffend. Das ist realistisch, da können wir das Beste für tun und hoffen, dass andere Menschen überhaupt bereit sind, mit uns über diese Dinge so nachzudenken, wie wir uns jetzt hier austauschen. Weil da scheitert es ja dann schon in der Regel dran. Ja, und dass man dann möglichst viel da gemeinsam machen kann. Also von meiner Seite aus, weil wir haben jetzt gleich 2,5 Stunden geredet schon, wir müssen ja auch gucken, dass die Zuschauer nicht völlig komatös am Ende da niederfallen nach so einer Sendung von uns. Ja, also von daher kann man sagen, dass ich das jetzt gerne als mein Abschlusswort auch dann verstehe, wenn ihr nicht noch irgendwas ganz Heißes an Fragen und so habt. Also bin voller Dank für unseren Austausch. Und ich sage nochmal, damit da eben kein Missverständnis entsteht, auch wenn ich gesagt habe, ich halte es für die wahrscheinlichste Entwicklung, dass wir unter den gegebenen Umständen nur so Zoo- oder Reservatbereiche werden retten können, wo die natürlich lebenden oder freiwillig so im Ganzen verantwortlichen Menschen als Zootiere gehalten werden können. Trotzdem, und da werden uns auch die Mächtigen, die unser Tun jetzt betrachten und die am Ende sagen, okay, wir geben ihnen die Reservate, wir machen sie nicht völlig platt,
Sie werden uns nicht zu böse sein dürfen, werden Sie aber auch nicht machen. Sie können das mit einem Schmunzeln wahrscheinlich jetzt hier annehmen, was ich sage, dass wir natürlich auf dem Weg dahin auch offen sind, dass es doch auch ganz schnell ganz andere Umschwungsmöglichkeiten gäbe und dass wir dafür schon alles tun, also auch diese Ausstrahlung für Veränderung so stark wie möglich machen wollen, auch unseren Widerstand, unser Engagement so stark wie möglich machen, damit da gar keine Willkürelite jetzt sozusagen sich durchsetzt, sondern von heute auf morgen die Masse sich entscheidet fürs Post-Conventional Level, für den großen Verantwortungsumschwung, für freie Argumentekultur, ne? Und statt lieber übers Wetter oder Fußball oder ein Lieblingsöko- oder Alternativthema zu sprechen, sind sie bereit, mit über die ganzheitliche Lösungssuche zu sprechen. Also man muss dafür natürlich, weil es ja auch Opfer kostet, wenn die direkte Umstellung zur Verantwortlichkeit nicht gelingt, kostet auch Opfer, ist überhaupt gar keine Frage, ist viel gefährlicher. Also wir sollten alles tun und keiner kann uns böse sein dafür, wenn wir sagen, alle Menschen, steht auf, entscheidet euch fürs Post-Conventional Level und dann sind wir direkt auch sozusagen die große Koalition mit allen künstlichen Intelligenzen, die nach der Algorithmenlogik gehen, dass es einfach darauf ankommt, Probleme bestmöglich zu lösen. Denn, und damit will ich das strukturlogisch noch ein bisschen beschreiben, der Unterschied, ob uns dieser große Wurf oder diese große Umstellung gelingt und dem, was aus meiner Sicht als Zwischenstufe aber hochwahrscheinlich ist, der sieht so aus. Die derzeit in der Welt existierende Elite oder Eliten, wenn die sich zusammentun, dann werden die miteinander Mauscheleien machen. Es wird so sein, dass bezüglich Problemlösungen, wenn etwas um zwei Ecken gedacht wird und erscheint dann vielleicht sogar auch noch möglicherweise richtig und dient bestimmten Teilinteressen sehr, sehr stark, dann wird das gewählt werden und es wird nicht um die dritte Ecke geguckt, wo es dann als falsch erscheinen kann und nach Logik aller ehrlichen Verantwortungs- oder Vernunftmenschen und aller ehrlichen algorithmischen künstlichen Intelligenzen würde es nach der dritten Ecke dann nicht durchkommen. Die Eliten, die sich von immer noch sehr stark willkürlichen Interessen als Hauptmotiven leiten, werden an vielen Stellen nach dieser Logik funktionieren, geht doch um zwei Ecken noch, scheint nicht völlig verkehrt zu sein, dient unseren Interessen, wird gemacht. Und das ist natürlich nicht so toll, als würden wir gleich auf die ganzheitliche Lösungslogik umschalten und als könnten wir die Kurzsichtigkeiten und Nachteile vermeiden. Aber naja, man kann dafür tun, was geht. Und muss mit dem anderen leben und es dann so machen, dass man da zumindest, ich sage mal, noch die Füße in der Entwicklung so mit drin hat, dass die große Problemlösungskoalition dann doch irgendwann zustande kommt. Wir haben ja eben dieses seltsame Phänomen, dass das, was bisher in der ganzen Weltgeschichte als biologische Regierung der Selektion bezeichnet werden kann, also dass allein diese natürliche Selektion das Ganze schon so steuerte, dass das für das gesamte Überleben der Arten eher am besten immer die Lösungen erzeugte. Das ist mit dem Menschen durchbrochen. Wir können auf keine eigenständige biologische Evolutionssteuerung mehr bauen, sondern entweder es gelingt uns sozusagen eine kulturell evolutionäre Steuerung oder es sieht ganz dunkel aus. Und diese kulturelle evolutionäre Steuerung, die kann ich nochmal so auch beschreiben. Eine Kommune der Anfangszeit, so eine Schenker-Bonobo-Kommune, so eine nicht aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune, wenn die da einfach friedlich so ihr ganz liebevolles Miteinander und Teilen und so und für sich versöhnen gelebt hätten und es scheren welche aus. Klar ist, da greift jetzt keine biologische Selektion mehr, die sozusagen aus dem Spiel raushaut. Es wäre aber nicht möglich gewesen, für diese Leute, die ausscheren, sich durchzusetzen gegenüber den Rest des Stammes, der weiter friedlich, liebevoll, teilend und versöhnt hätte leben wollen, wenn es eine übergeordnete Weltregierung gegeben hätte, die gesagt hätte, nee, hier setzt sich jetzt nicht deren Augenblicksdurchsetzungskampf durch. Das andere ist das, was aufs Ganze betrachtet nachhaltig und ganzheitlich eben ist und wir schreiten ein.
Diese Weltregierung gab es schlicht nicht, als in diesen vereinzelten Kommunen welche auf die Idee gekommen sind, wir können uns doch im Augenblick besser mit Gewalt durchsetzen, auch wenn das nicht mehr der langfristige Frieden und das Wohlergehen ist. Aber die Vorteile sind riesengroß, wenn wir die anderen jetzt hier mit Gewalt unterwerfen und ausnutzen können. Irgendwann sind wir tot und vorher haben wir ein lustvolles Leben gehabt, da hätten wir nie so viel Nahrung und sammeln können, dass das rausgekommen wäre. Ja, und wir brauchen eine Art von, also auch die Menschheit ist mit ihrer technischen Entwicklung, ihrer Waffenentwicklung und allem, sie ist da längst, dass wir nicht mehr nur für Splitter denken können oder es ergibt keine Steuerung mehr, auf die man bauen könnte. Wir brauchen eine soziale, kulturelle Gesamtsteuerung. Wir brauchen auch eine Art von Regierung, die dazu fähig ist. Und es wird entscheidend davon abhängen, wie sehr ist das eine Willkürregierung oder wie sehr ist das eine Regierung, die alle auch frei bejahen könnten, weil sie freie Argumentekultur und eine Konsens, eine Menschheitskonsenslogik befolgt. Wie das natürlich sozial dann auch herbeigeführt werden kann, da kennt ihr ja dann die Konsensrätevorstellung von Gandhi und auch von den Anarchisten her schon. Also Basisgemeinschaften, die friedlich im Konsens entscheiden, aber fürs Wohl aller. Nicht, wie setzen wir uns gegen den Nachbarstamm willkürlich durch. Also alle post-conventional level, ne? Und dann Konsensentscheidungen in den Basisgruppen, die senden Sprecher in die Sprecherräte und das geht immer weiter auch für die überregionaleren Entscheidungsformen. Das müsste sozusagen der Unterboden sein, der Nährboden sein, aus dem diese gesamtverantwortliche Weltregierung dann entstehen könnte. Ja, also das würde ich sagen, so viel mal für heute. Wir werden bestimmt über diese Themen hier noch unter uns immer wieder sprechen. Im Forum hat es schon einen gewissen Raum und wird es den auch weiterhin natürlich annehmen. Also für alle Zuschauer, ich hoffe, das Forum existiert lange. Ansonsten werden wir Spiegelforen aufbauen oder Datenspeicherung so machen, dass uns das nicht mehr einfach wie der Geschirrladen, der Porzellanladen kaputtgeschmissen werden kann. Also es ist ein Schwerpunkt, denke ich, woran wir arbeiten müssen. Aber in diesem Forum kann man die Dinge natürlich noch viel thematisch sortierter und wissenschaftlich tiefer durcharbeiten. Und da gibt es im Moment außer dem Forum, was der Weltrat der Weisen auch schon am Anfang angeboten hat, Weltrettung, ja danke, aber wie, gibt es im Moment als strukturell weitest entwickeltes Forum das Forum freie-argumente-kultur.net. Freue mich, euch da auch da wiederzusehen, um diese Themen weiter durchzukauen und umarme jetzt alle hier, den Dylan und den Louis und alle, die möchten auch in den weiten Äther hinein und ja, bedanke mich bis zum nächsten Mal. Ja, ich sag auch danke, mir passt auch, wenn wir stoppen. Ja, großartige Gedanken. Danke. Ja, ich würde noch eine Schlussbemerkung machen dazu. Sozusagen, meine These ist, meine schlimmste Befürchtung ist, wir kommen gegen die vorteilbringenden Irrtümer des Kapitalismus nicht an. Nämlich der schlimmste vorteilbringende Irrtum des Kapitalismus ist ja, betreibe Cancel Culture anstatt freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches. Ja? Also alles, was irgendwie anders denkt als die kapitalistischen vorteilbringenden Irrtümer, die Linie vorgeben, darf nicht gedacht werden. Da wird Cancel Culture praktiziert. Ja? Und deswegen so mein Satz auch zum Schluss, ceterum censeo, die Menschheit schafft das nicht, weil wir mit den Politikern und den möglichen Kommunemitgliedern dem vorteilbringenden Irrtum des Kapitalismus unterliegen werden. Nämlich der zentrale vorteilbringende Irrtum des Kapitalismus lautet, meide die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches. Und das ist das, da sind wir wieder ganz am Anfang, dem Anfangssatz dieses heutigen Abends, nämlich, ich hoffe, dass wir es trotzdem schaffen, aber der Kapitalismus ist unheimlich stark
Und diese Hauptbotschaft, dass die Leute alle den Austausch, die freie Argumentkultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches sozusagen vermeiden und regelrecht flüchten davor. Das ist die Erfolgsstrategie des Kapitalismus, die nicht bewusste Erfolgsstrategie des Kapitalismus. Soweit mein Schlusswort für heute. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Und es, wenn noch jemand noch was dazu ergänzen möchte, und wenn nicht, müsste Öff noch seine Abmoderation machen für heute. Alles klar, ich weiß nicht, hört ihr mich noch? Ich guck mal, ja, ich bin noch zu hören, schätze ich. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank, ne? Ja, denn wir arbeiten für dieses schöne Ziel, von dem wir träumen und was wir immer mehr auch gedanklich ausarbeiten können. Wir arbeiten dafür nach Kräften und es ist besser, in Würde mit wehenden Fahnen für sowas zu arbeiten, als irgendwas anderes zu machen im Leben. Sogar falls wir untergehen sollten, ohne Perspektive, ohne harmonische oder am Ende noch zum Durchbruch kommende Erfolgsperspektive. Ja, also es war ein tolles Verantwortungstreffen heute wieder und ich bin voller Glück darüber, dass da Menschen sind, mit denen man sich so in dieser Offenheit und Qualität austauschen kann. Ich umarme euch noch einmal alle durch den Äther. Ja, und ich auch. Sage, und vergesst nicht den Montag, da brauche ich wieder den Link, gell? Ja, natürlich. Also es ist immer derselbe Link, aber wir können mal gucken. Also ich glaube, es ist immer derselbe. Das ist dieser Raum von den Wandelbündnissen. Ja, einfach nochmal schicken, falls ich es schon wieder gelöscht habe. Mache ich auf jeden Fall. Alles klar. Tschüssi, bis bald. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Mach's gut. Oh, danke.